Jörn Kühl, herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich stelle dich kurz vor. Du bist seit April 2018 Honorarprofessor für Minderheiten bei uns an der Europa-Universität und ich möchte mal ein Zitat aus meiner eigenen Pressemitteilung anbringen. Mit der Ernennung würdigt die EUF Kühls herausragende Leistungen in Wissenschaft und Praxis im Bereich der europäischen Minderheitenforschung. Und darum geht es heute, um Minderheiten. Du bist selbst 1965 als Mitglied der dänischen Minderheit in Rendsburg geboren, hast Geschichte, Deutsch und Philosophie an der Universität Aarhus, also in Dänemark, dann studiert. Bist dort 1994 promoviert worden mit einer Arbeit über deutsche Minderheiten in Osteuropa und Asien, also auch da wieder Minderheiten. Und 2005 hast du das dänische Äquivalent der Lehrberechtigung erhalten und darfst moderne europäische Geschichte lehren. Von 1990 bis 1999 warst du Gründungsdirektor des Museums am Dannewerk. Von 1999 bis 2006 Direktor des Instituts für Grenzregionsforschung in Appenrade. Das ist jetzt Teil der Süddansk-Universität. Und seit 2006 bist du Direktor der AP Möller-Skolen. Das ist ein mittlerweile, glaube ich, deutschlandweit bekanntes dänisches Gymnasium in Schleswig. Du hast zahlreiche Ehrenämter, sitzt in vielen Aufsichtsräten. Ich nenne jetzt mal nur zwei. Seit 2013 bist du Vorstandsvorsitzender des European Center for Minority Issues, ECMI oder bei uns immer liebevoll ECMI genannt. Das sitzt in Flensburg und du bist seit 2014 Kuratoriumsmitglied des Nordfriesks-Instituts. Du hast zahlreiche Forschungsprojekte und Publikationen zum Thema Minderheiten veröffentlicht, bist Schöpfer einiger schöner Begriffe, postnationale Minderheiten oder auch saubere Grenzen. Ja. Und deshalb wollen wir heute gemeinsam über Minderheiten sprechen, und zwar hier in Flensburg, denn das passt. Minderheiten sind hier ein großes Thema. Unsere Universität befindet sich inmitten einer europäischen Modellregion, das habe ich auch von dir gelernt, für Minderheiten mit zwei Staaten, Deutschland und Dänemark, und vier anerkannten Minderheiten, nämlich Deutsche, Dänen, Friesen und Sinti und Roma. Ich habe mich ja vorbereitet aufs Gespräch und ich bin aber ehrlich gesagt immer verwirrter geworden, je mehr ich gelesen habe. Also ich dachte, ich könnte mit einer gewissen Klarheit einsteigen, aber ich habe festgestellt, das Thema ist lokal, aber auch international riesengroß. Ja. Und habe gedacht, ehe wir uns vielleicht anhand unserer Grenzregion an diesen Fragen entlang hangeln, würde ich gern mit einer persönlichen Frage einsteigen. Ja. Du bist nämlich in der dänischen Minderheit in Rendsburg groß geworden. Wie hast du das denn erlebt? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich bin zwar in Rendsburg geboren, aber als Sechsjähriger, da zogen meine Familie und meine Brüder und ich dann nach Dänemark, wo ich tatsächlich zur Schule ging, zur Grundschule. Und dann 1976, da erhielt meine Mutter eine Arbeit an der dänischen Schule in Bredstedt an der Westküste, deshalb vielleicht auch die friesische Connection sozusagen. Und vier Jahre darauf wurde sie Pastorin hier in Flensburg und war 25 Jahre lang Pastorin hier ganz in der Nähe in St. Jürgen für die dänische Gemeinde. Und das heißt, ich habe dann ja auch die ganze Sozialisation in der dänischen Minderheit mitgemacht, habe dann 1985 mein Abitur an der Dubosskolen gemacht. Und das war irgendwie sonderbar, wenn man jetzt 30 Jahre zurückdenkt. Damals war meine Erwartung, die Minderheit, die gibt es in 25 Jahren nicht. Und als ich nach dem Abitur nach Dänemark zog, um dort Wehrpflicht abzuleisten und schließlich auch das Studium, da hatte ich nie die Ambition, irgendwann zurückzukehren. Das hat sich dann durch Zufall ergeben, vielleicht durch Serendipity. Aber es ist interessant, dass du sagst, du hättest gedacht, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe gedacht, hat die Herkunft in der Minderheit, hat das auch dein Thema, dein Forschungsthema bestimmt? Irgendwann vielleicht, aber auch eher per Zufall. Also ich hatte mich im Studium auf drei unterschiedliche Fragestellungen spezialisiert. Zunächst deutsche Geschichte. Deutsche Geschichte im breiten Verständnis, das heißt seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart. Außerdem Geschichte der Sowjetunion. Ich bin ursprünglich Sowjetforscher, darüber habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Und drittens ergab es sich dann relativ früh ein Interesse für Minderheiten, aber zunächst an den Juden im Deutschen Kaiserreich. Und das war dann sozusagen der Aufhänger und irgendwann musste man ja auch weitergehen ins Masterstudium hinein. Und da gab es ein hervorragendes Modulangebot, das hieß Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Das war 1988 und da brannte ja alles draußen in der damaligen Sowjetunion. Und da wurde ich dann fasziniert.
Da mussten wir irgendwann ein Thema wählen für unsere Kursarbeiten. Und eigentlich wollte ich zu den Juden in der Sowjetunion eine Arbeit schreiben. Das hatte dann ein anderer schon genommen. Und was war übrig? Das waren die Deutschen in der Sowjetunion. Und das war sozusagen die Initialzündung für meine Beschäftigung mit den deutschen Minderheiten. Zunächst in der Sowjetunion und dann später im ganzen Bereich von der Oder bis nach Wladiwostok, einschließlich Mittelasien. Die deutsch-dänischen Minderheiten interessierten mich überhaupt nicht. Ich hatte auch überhaupt kein Interesse daran, mich damit zu beschäftigen. War nicht mein Forschungsmittelpunkt. Dann ergab es sich, dass ich unmittelbar, nachdem mein Masterstudium fertig war, da musste man sich ja um eine Arbeit kümmern. Und, also du wolltest promovieren, das war dir schon klar? Das war schon klar. Das war nicht ganz einfach. Zu der Zeit war das Universitätswesen in Dänemark von massiven Einsparungen betroffen. Aber dennoch ergab sich die Perspektive, eventuell ein Jahr nach Moskau zu gehen. Mhm. Und gleichzeitig gab es eine Stellenanzeige für ein ganz neues Museum am Dannewerk. Ich dachte, okay, bewerben musst du dich ja, denn sonst erhältst du keine Förderung. Und ich hatte das Glück, als 24-Jähriger dort Gründungsdirektor zu werden. Und dann entstand das Interesse eigentlich, aber durch die Arbeit. Aber nebenbei promovierte ich dann an der Universität Aarhus und das eben zu den deutschen Minderheiten in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion. Aber das Thema hatte mich irgendwie doch so fasziniert, weil ich konnte Erfahrungen, Erkenntnisse aus Osteuropa auf die Region hier übertragen. Und also mein Zugang ist also nicht von innen, obwohl ich von innen stamme sozusagen, sondern von außen, von einer ganz anderen Perspektive. Aber das zeigt ja auch, wie groß das Thema ist, ne? Ja. Wenn du sagst, Juden im Kaiserreich, der Umgang der Sowjetunion mit Minderheiten, dann kommst du hier zurück. Also das ist ein international relevantes Thema, das absolut, für Kriege verantwortlich ist. Ich wollte mich gerne damit beschäftigen, zu fragen, können wir uns vielleicht diesem komplexen Thema an unserer Region entlang hangelnd nähern? Und dann wäre ja die Frage, wie entstehen Minderheiten überhaupt? Also wenn wir uns jetzt, das ist ja vielleicht die erste große Frage, wenn man versucht, man geht so die Ursprünge entlang. Ja. Und dann wäre meine erste Frage, wie sind die deutschen und die dänischen Minderheiten hier in der Region entstanden? Ja, und wir haben ja hier in dieser kleinen Region, haben wir ja in der unmittelbaren Nähe der Grenze haben wir drei Minderheiten, zwei davon mit jeweils einem sogenannten Zugehörigkeitsstaat, ich nenne es Kinstate, auf der anderen Seite der Grenze, das heißt die Deutschen in Dänemark und die Dänen in Deutschland. Und die beiden Minderheiten sind ja aufgrund von Grenzänderungen entstanden. Man kann die Geschichte weit zurückführen, es entstanden deutsche und dänische, aber das war damals innerhalb eines dänischen Gesamtstaats. Das war in der vornationalen Zeit sozusagen. Da war es egal, ob man Deutsch sprach oder Friesisch oder Dänisch, man war Untertan des dänischen Königs. Und dann durch die Kriege im 19. Jahrhundert, 1864, wurde ja das vormalige dänische Herzogtum, Schleswig und auch Holstein, wurden ja dann im Deutsch-Dänischen Krieg erobert und letztendlich wurden sie dann zur Provinz Schleswig-Holstein, einschließlich Lauenburgs. Dadurch entstand die dänische Minderheit. Aber nur um das kurz nochmal zu rekapitulieren, wenn man es nicht versteht, also es gab verschiedensprachige Menschen, die aber alle damals zum dänischen Königreich gehörten, weil das einfach viel weiter südlich seine Grenze Genau, es ging Grenze ja bis nach Altona. Altona war ja sogar die zweitgrößte dänische Stadt. Über viele Jahre. Über einen Dreieckshandel, genau. Dreieckshandel auch, nicht wahr? Ja, ja, und Dreieckshandel auch, klar. Charlotte Amalie in der damaligen Kolonie Dänisch-Westindien war auch lange Zeit die zweitgrößte dänische Stadt. Das ist einem gar nicht bewusst, ist aber auch weit weg. Und also hier finden wir dann, nach dem Ersten Weltkrieg finden dann Volksabstimmungen statt auf der Basis des Versailler Friedensvertrages, führen dann 1920 dazu, dass die Grenze, die wir heute kennen, neu entsteht. Durch Plebizite. Plebizite im nördlichen Schleswig, wo 75% der Bevölkerung für eine Angliederung an Dänemark stimmten. 25% wollten bei Deutschland verbleiben. Und dann südlich der Grenze, in einem Dreieck hier von der Flensburger Förde bis zu den nordfriesischen Inseln, da votierten dann im Monat darauf 80% für den Verbleib bei Deutschland und 20% wollten nach Dänemark. Und dadurch entstanden die beiden Minderheiten, die wir heute kennen, als die Deutschen in Dänemark und die Dänen in Deutschland. Und also man hatte eine Region und irgendwann hat man gesagt, es gibt hier eine bestimmte Linie, die legen wir irgendwie fest, wie auch immer. Und dann fragt man die Menschen,
jenseits dieser dieser Linie wollt ihr zu Dänemark gehören oder wollt ihr zu Deutschland gehören? Genau. Und dann ist diese Grenzziehung entstanden, die heute da ist. Genau. Und das ist ja wiederum ein Konzept, das kommt aus Amerika. In seiner modernen Form, das ist das Recht auf nationale Selbstbestimmung. Das war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der das im Laufe des amerikanischen Kriegseintritts, damals nannte man den Weltkrieg, später wurde er zum Ersten Weltkrieg, im dänischen und angelsächsischen Kontext nannte man ihn den Großen Krieg. Da war ja ein Teil seiner Kriegsziele, seiner Zielsetzung mit diesem Krieg, um alle Kriege zu beenden, war ja unter anderem, dass die Bevölkerung selber entscheiden wollten, sollten, durften, wo sie hingehören sollten. Das wurde dann nicht vollends umgesetzt, aber an dieser Grenze, auch an der polnisch-preußischen Grenze und zum Teil auch mit Vorbehalt zwischen Deutschland und Belgien wurde das umgesetzt, auch zwischen Österreich und dem Königreich der Slowenen, der Kroaten und der Serben, das dann später zu Jugoslawien wurde, wurde es auch umgesetzt. Also durch Referenden. Das Prinzip auf nationale Selbstbestimmung wird importiert aus Amerika in seiner modernen Form, es gab sie schon vorher, findet Eingang in die Friedensvereinbarungen nach dem Ersten Weltkrieg, werden aber nur in ganz wenigen Fällen umgesetzt. Und hier haben wir so ein positives Beispiel, wo Grenzziehung anhand des Bevölkerungswillen entschieden wurden. Aber im Nachhinein gab es eben die Minderheiten und die waren nicht froh. Genau, die fanden sich plötzlich, waren die Deutschen auf der einen Seite Minderheiten und waren vorher Mehrheiten gewesen und hier war es ähnlich. Hier war es dann eine reduzierte Minderheit sozusagen. Und dann entstand ja eine ganz interessante Fragestellung. Im nächsten Jahr jährt es sich 100 Jahre, dass wir diese Grenzziehung haben, denn teils mussten die Deutschen in Nordschleswig sich neu als Minderheit erfinden, mit allem, was dazugehört, aber zugleich mussten ja auch die Dänen in Nordschleswig sich als Mehrheit erfinden, in jeder Hinsicht, auch sprachlich. Das ist auch nicht leicht, das ist bisher auch noch nicht so umfassend erforscht worden. Wie wird man eigentlich Mehrheit? Was übernimmt man und welche Erfahrungen hat man als frühere Minderheit, wenn man jetzt plötzlich Mehrheit wird, im Verhältnis zur ehemaligen Mehrheit, die jetzt Minderheit geworden ist? Ganz interessant, das ist eine Fragestellung, die finden wir zum Beispiel auch im Kosovo oder im Baltikum. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und im Kosovo nach der Auflösung des ehemaligen Jugoslawiens. Interessante Prozesse, mit denen wir es zu tun haben. Also dort haben wir zwei Beispiele von Minderheiten, die sind entstanden durch Grenzziehung. Aber das ist nur eine Kategorie. Genau, weil wir haben ja, wir haben es gerade gesagt, wir haben hier viele Minderheiten. Wir sagen, wir sind eine Modellregion für Minderheiten. Und dann ist die Frage, wie ist die Minderheit der Friesen entstanden? Ja, ursprünglich durch Migration. Migration im Mittelalter und sind dann ansässig geworden, kamen aus der Mündung des Rheines, aus der Region. Damals gab es ja viele Machtkämpfe in Europa und sind dann in mehreren Wellen ins heutige Nordfriesland gekommen, teils auf die Inseln, teils aufs Festland. Und dann über die Jahrhunderte hinweg wurden sie ja eben sesshaft einheimisch und konstituierten sich als eigenständige Gruppe. Nation kann man vielleicht gar nicht sagen, denn der Begriff ist ziemlich modern in diesem Zusammenhang. Aber sie konnten ihre Sprache in den vielen Dialekten erhalten, sie konnten ihre Kultur erhalten, aber auch weiterentwickeln. Aber das sind keine Norddeutschen. Die kommen von. Also ursprünglich kommen sie aus dem heutigen niederländischen Bereich. Und haben sich dann angesiedelt, ihre Sprache behalten und damit über die Sprache auch einen Status als eigene Gruppe, Kulturgruppe. Ja, ist natürlich auch umstritten. Also es gibt ja innerhalb der friesischen Gruppe, man nennt sie zum Teil auch Volksgruppe, das ist so ein verwirrender Begriff, das ist ein richtig schön deutscher Begriff. Ja, es ist aber viel verwirrend, finde ich, wenn es um Minderheiten geht. Genau. Und da gibt es ja unterschiedliche Strömungen. Es gibt eine Mehrheitsströmung, die sagt, wir sind zwar Friesen, aber eigentlich deutsch. Und es gibt eine Minderheitsströmung, die sagt, wir sind eine nationale Minderheit. Und diese unterschiedlichen Strömungen innerhalb der friesischen Volksgruppe waren über viele Jahrzehnte hinweg auch in einem Konflikt. Wobei dieser Konflikt sich insbesondere polarisierte nach der Grenzziehung, im Verlauf der Grenzziehung. Denn unmittelbar nach der Grenzziehung von 1920, da reagierten die sogenannten deutschgesinnten Friesen damit, dass man sagte, wir sind ein Teil Deutschlands und wollen es sein. Und die nationalen Friesen organisierten sich als nationale Minderheiten und suchte die Zusammenarbeit mit der dänischen Minderheit und mit den anderen anerkannten oder zumindest real existierenden nationalen Minderheiten in der Weimarer Republik. Gründeten sogar einen eigenen Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland.
da muss ich jetzt eine Frage stellen, weil es ganz viele Kategorien gibt. Wie kann man denn eine nationale Minderheit ohne Staat sein? Ja. Das gibt es, ne? Das gibt es, ja. Die Begrifflichkeit ist manchmal verwirrend. Es gibt innerhalb der Forschung, ich muss sagen, es gibt keinen allgemein anerkannten Begriff der nationalen Minderheit überhaupt. Unterschiedliche Wissenschaftler haben unterschiedliche Interpretationen. Es gibt so eine Schnittmenge, die man verwenden kann. Es gibt auch keine international verbriefte Definition. Letztendlich wird eine nationale Minderheit von dem Staat definiert, in dem die nationale Minderheit lebt. Es ist ein politisches Konzept letztendlich. Wer hat die Anerkennung und wer hat nicht? Wieso sind die Dänen eine nationale Minderheit, aber die Polen in Deutschland sind es nicht? Wieso sind die Friesen eine nationale Minderheit, aber die Türken nicht? Und diese Fragen werden immer wieder diskutiert, auch politisch, auch im Bundestag übrigens, als man 1995 sich dafür beschloss, das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten zu ratifizieren. Da wurde schon die Frage gestellt, wieso nicht die Türken? Und ein Minderheitenvotum sagte, auch die Türken. Es ist letztendlich ein politischer Entschluss. Man kann Minderheit sein, nationale Minderheit sein, in dem Verständnis, dass man zu einem Land sich zugehörig fühlt, das außerhalb des Landes sich befindet, wo man lebt. Manchmal oder auch oft ist die Konstellation wie hier an der Grenze, da ist der Kinstate, das Zugehörigkeitsland, man nannte es früher auch Mutterland, unmittelbar auf der anderen Seite der Grenze. Wir sehen es hier ganz schön, wir haben hier eine Symmetrie der nationalen Minderheiten, finden wir sonst nicht an deutschen Grenzen. Aber es muss nicht so sein. Es gibt auch Minderheiten, die leben in einem Land, fühlen sich zu einem anderen zugehörig, kulturell und sprachlich und auch geschichtlich. Aber dieses Land, in dem sie leben, befindet sich weit von den Grenzen entfernt. Die Deutschen in Russland zum Beispiel, die Deutschen in Kasachstan, die Deutschen in Tadschikistan, davon gibt es nicht sehr viele. Aber da haben wir diese Entstehung einer nationalen Minderheit durch Immigration. Die 250 Jahre zurück. 250 Jahre zurück, Katharina die Große und so weiter und dann in mehreren Wellen. Wir sehen das auch im Verhältnis zwischen den verbliebenen Deutschen in Rumänien, die ja gewissermaßen zum Teil zwei Zugehörigkeitsländer, zwei Kinstates haben. Zum Teil Österreich, war lange Zeit Teil des Habsburgerreiches, aber dann auch Deutschland. Wir sehen das zum Teil auch bei den Verbliebenen in der Tschechischen Republik, die historisch Teil der Habsburger waren, aber sich sehr stark auch durch die Vertreibung nach 1945 mit Deutschland identifizieren. Aber das sind dann Minderheiten, wo jeweils ein Staat ist. Eine andere Kategorie ist, wie die Friesen es sind, diejenigen Minderheiten, die keinen Staat haben. Und einige benennen sie ethnische Minderheiten. Ich tue es nicht. Ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen nationalen Minderheiten mit einem Staat, mit einem Kinstate und nationalen Minderheiten ohne einen Kinstate. Bei Minderheiten selber ist das unterschiedlich, wie man das auffasst, aber innerhalb der föderalistischen Union europäischer Volksgruppen hat sich meine Interpretation durchgesetzt. Sie haben eine Arbeitsgruppe für Minderheiten ohne Kinstate. Das sind solche Minderheiten wie die Friesen. Die findet man dann in zwei Staaten, und zwar in Deutschland und in den Niederlanden. In den Niederlanden sind es 400.000, die nach wie vor auch Westfriesisch sprechen, in der Provinz Friesland. Wir haben die Sorben, die gibt es nur in Deutschland. Es gibt die Katalanen, die haben keinen eigenen Staat, noch nicht, bemühen sich drum. Die finden wir in Spanien, die finden wir in Frankreich, aber wir finden sie auch auf der Insel Sardinien, die ja selber eine nationale Minderheit darstellt innerhalb Italiens. Da gibt es noch Spuren des vormaligen katalanischen Großreiches im Mittelmeer. Wenn die Katalanen heute von Freedom for Catalonia sprechen, soll man auch immer wieder hinterfragen, was für ein Katalonien ist das eigentlich? Ist es das Katalonien um Barcelona herum oder ist es das Katalonien einschließlich der Balearischen Inseln, einschließlich Valencias, einschließlich des Roussillon nördlich der Pyrenäen, einschließlich der Stadt Ajaccio auf Sardinien? Das ist eine weitere Kategorie. Wir haben also Minderheiten ohne Staat, mit dem sie sich identifizieren, die leben innerhalb eines Staates, die leben in mehreren Staaten. Und wir haben eben solche, die transnational sind. Und zu den Transnationalen gehören zum Beispiel die Sinti und Roma, die ja in allen europäischen Ländern ansässig sind, traditionell ansässig sind. Sie sind im Grunde genommen, die waren Europäer, sind irgendwann Ende des Mittelalters eingewandert. Die Theorien sagen, die stammen ursprünglich aus Indien, sind aber schon in der Zeit der Kreuzzüge in Europa nachgewiesen. Eine ganz faszinierende Geschichte, aber leider auch eine sehr, sehr betrübliche Geschichte, weil den ganzen Zeitraum ihrer Existenz
sind sie diskriminiert worden, sind auch Opfer von Übergriffen, von Ausweisungen, von brutalster Politik geworden und von Völkermord letztendlich im Nationalsozialismus. Hat das was mit der Transnationalität zu tun? Vielleicht oder vor allem, weil die Sinti und Roma, wobei der Oberbegriff Roma ist, dass sie ihre Identität bewahren, indem sie versuchen, sich so geschlossen wie möglich zu halten. Wir sehen das auch sehr schön am Beispiel Schleswig-Holsteins. Es gibt Schulen für die dänische Minderheit mit Unterrichtssprache Dänisch. Es gibt auch für die Friesen das Angebot an öffentlichen Schulen und an einer Schule der dänischen Minderheit auch, wo der Unterricht zweisprachig ist. Aber ansonsten gibt es dort auch Friesisch als Fremdsprache oder als Muttersprache, als Regionalsprache. Aber die Sinti und Roma möchten kein Lehrangebot in Romanes haben. Sie sagen, das ist unsere Sprache, das ist ein Teil unserer Kultur. Wahrscheinlich, weil man die Befürchtung hat, dass man dadurch einen Teil seiner Identität verlieren würde. Stigmatisierung entsteht ja durch die Lebensart, die Lebensweise und durch die Fremdheit. Und die Stigmatisierung finden wir eigentlich überall in Europa und auch die Übergriffe. Dänemark auch hat eine lange Geschichte der Übergriffe auf Roma. Man hat sie des Landes verwiesen, man hat ihnen Todesstrafe angedroht. Deshalb gibt es nicht sehr viele Roma in Dänemark. Es gibt sie aber in den skandinavischen Ländern, es gibt sie in Deutschland, es gibt sie überall. Man schätzt irgendwo zwischen 10, 12, 13, 14 Millionen Menschen in Europa. Das ist die größte Minderheit von allen in Europa. Sind aber, weil sie zugleich auch zersplittert sind, atomisiert in vielen unterschiedlichen Interessen, können sie nicht ihre Stärke, ihre numerische Stärke ausnutzen. Man sieht das in Rumänien, wo es irgendwo zwischen einer halben und einer Million Roma gibt. In Bulgarien, wo es vielleicht bis zu 700.000, 800.000 gibt, man weiß es nicht genau, oder auch in Ungarn, dass wenn sie sich organisieren würden, politisch organisieren, sich stark politisch organisieren würden, dann hätten sie auch Einflussmöglichkeiten. Hat das was mit Bildung zu tun, mit fehlender Bildung? Sehr viel, ja. Sehr viel mit Bildung natürlich, aber eben auch mit der Diskriminationserfahrung. Mhm. Wer möchte sich als Roma outen, wenn man weiß, dann passieren Übergriffe? Mhm. Es ist ja leider so, auch in Westeuropa und auch in den insbesondere in Mittel- und Osteuropa, dass Frauen aus den Roma-Minderheiten wurden ja gegen ihren Willen zwangssterilisiert. Das ist eine Politik, die hat man auch in Skandinavien erfolgt. In Norwegen bis Anfang der 70er Jahre hat man zwei nationale Minderheiten, teils die Roma, aber vor allem die sogenannten Romani. Die Romani sind eine eigenständige Minderheit, haben auch semi-nomadisierende Geschichte, sagen aber, wir sind nicht Roma. In Schweden sind sie Roma, in Norwegen sind sie nicht. Es sind zwei anerkannte nationale Minderheiten in Norwegen. Und da hat man Kinder entfernt bis in die 70er Jahre. Man hat versucht, eine Zwangsnorwegisierung durchzuführen. Man hat Zwangssterilisationen durchgeführt. Und erst sehr, sehr spät, 1999, mit der Anerkennung der Romani und der Roma als nationale Minderheit in Norwegen, hat man eine offizielle Entschuldigung und auch Kompensation gegeben. Das ist Norwegen. Über Norwegen denkt man, das sind die zivilisierten Skandinavier, nicht wahr? Also, was mir jetzt gut gefallen hat, finde ich, ist, man hat sehr schnell verstanden, warum ich verwirrt war, als ich mich damit beschäftigt habe. Weil es ist wahnsinnig kompliziert. Und ich würde gerne, eigentlich wollten wir jetzt über Dänemark, Grenzziehung und so sprechen. Ich möchte aber trotzdem eine Frage vorziehen, weil ich finde, sie passt gerade so gut. Nämlich die Frage, du zitierst selber immer wieder mal den amerikanischen Soziologen Roger Brubaker. Ja. Und die Frage ist, wenn man dir jetzt zuhört und sagt, da gibt es eine Minderheit, die ist hier anerkannt und dort nicht, und da gibt es welche, die, also es ist, mir schwirrt dann schon der Kopf, weil es so fein ist. Und dann frage ich mich, zeugt die Existenz und diese feine definitorische Verästelung nicht eigentlich von einem sehr national geprägten Denken? Weil Brubaker plädiert ja dafür, nicht mehr zu fragen, was ist eine Ethnie, sondern wie, wann und warum wird ethnisierend gedeutet? Und das ist so die Frage, warum brauchen wir diese unfassbar, also fast homöopathisch feine Definition von, das ist die Minderheit dort, das ist eine mit, das ist eine ohne, das ist eine trans, das ist eine prä, ich weiß nicht. Ja, ja. Wem nützt das? Warum brauchen wir das für unsere Identität? Ist das weniger für unsere, aber wahrscheinlich für die Identität der betroffenen Gruppen. Die betroffenen Gruppen haben ja ein Interesse auf Eigenständigkeit, auf das Unique, das Einzigartige zu sein.
Und deshalb sehen wir auch verstärkt seit 1989, wie Gruppen, die man früher als eine betrachtet hat, eine Nationalität, sich aufsplittern, gewissermaßen atomisieren. Zum Beispiel in Rumänien sprach man ja von den Deutschen in Rumänien als mitwohnende Nationalität, aber tatsächlich bildeten sie 10 unterschiedliche ethnische Gruppen und hatten nicht unbedingt etwas gemeinsam, außer das Deutschtum, was das auch sein möchte. Rogers Brubaker hat ja eine ganz hervorragende Fallstudie gemeinsam mit einem Team gemacht in Siebenbürgen, Transsylvanien, man denkt gleich an Dracula, das hört sich immer gut an, Siebenbürgen. Mhm. Ursprünglich eine sehr, sehr starke deutsch besiedelte Region, aber eben auch eine stark ukrainisch besiedelte Region, eine umkämpfte Region. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurde ja ein Teil Siebenbürgens, das bis 1920 zum ungarischen Reichsteil Österreich-Ungarns gehörte, wurde da wieder einverleibt, ein Teil der Kollaboration Ungarns mit Deutschland, mit dem Dritten Reich. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Und da sehen wir ganz schön, was Identifikation bedeutet. Denn wir haben innerhalb der Minderheiten haben wir sogenannte nationalistische Eliten. Sie haben ein Interesse daran, diese Unterschiede zu definieren und die Unterschiede hervorzuheben. Das sieht man in den Familien so, dass nationalgesinnte Ungarn, die würden es nicht zulassen, dass ihre Söhne, ihre Töchter einen Rumänen heiraten. Deutsch ist vielleicht okay, Roma keinesfalls, nicht wahr? Rumänen, das ist überhaupt nicht gut. Und dann gibt es das Alltagsleben. Das Alltagsleben der jungen Menschen in Cluj, das auch eine Universitätsstadt ist, mehrere Universitäten sogar, eine rumänische, eine ungarische, also das parallele Leben sozusagen. Aber die Studenten, wenn sie dort feiern, denen ist es eigentlich egal, ob sie rumänisch oder ungarisch sind. Und da findet dann dieser interethnische Austausch ganz anders ab. Und Rogers Brubaker hat es ganz hervorragend ausgedrückt. Er spricht von nationalistischen Eliten und die Alltagsethnizität. Und die Alltagsethnizität ist manchmal völlig entspannt. Denn wann ist man eigentlich Minderheit? Wenn man sich das deutsch-dänische Grenzland anschaut und man hört über die nationalen Minderheiten, dann könnte man sehr schnell dazu verleitet werden, die denken jeden Tag 100%. 24/7, ich bin dänisch. 24/7, ich bin deutsch. Aber so ist die Realität gar nicht. Ja, vielleicht bei einer kleinen nationalistischen Elite, nationalistisch im neutralen Sinne. Aber für die weitaus meisten ist die Zugehörigkeit zur Minderheit nur relevant, da, wo es angesprochen wird, in einer sogenannten markierten Situation. Im Alltag ist es unerheblich, denn man spricht sowieso zu Hause die Sprache der Mehrheit, weil man unheimlich gut integriert ist. Uns fehlt jedoch unheimlich viel Wissen noch in dieser ganzen soziologischen, kulturanthropologischen Ebene, was eigentlich passiert im Zusammenleben zwischen Minderheiten und Mehrheiten, worauf wir uns immer wieder berufen. Das sind historische Studien, zum Teil auch politikwissenschaftlichen, über Vertretung, über Institutionen. Aber wie ist das eigentlich im Alltag? Wenn man durch Flensburg geht, dann hört man sehr viel Dänisch. Aber man darf nicht dazu verleitet werden, zu glauben, das ist die dänische Minderheit. Das sind die Dänen, die bei uns einkaufen. Das sind die Einkaufstouristen oder diejenigen mehr als 1.000, vielleicht 2.000 Dänen, die im Laufe der letzten 10 Jahre hier eine Wohnung gesucht haben, hier wohnen, sich gar nicht als dänische Minderheit empfinden. Aber hier kann man schöne Autos bekommen, auch eine schöne Stadt in Flensburg insgesamt. Die dänische Minderheit, die kann man eigentlich nicht erkennen. Die Kleidung ist identisch, mehr oder weniger das Benehmen auch. Man muss schon wissen, dass jemand Däne ist, um festzustellen, dass man es ist. Ich hatte am Montag eine Vorlesung an der Uni und das ist ein Kurs, den ich zurzeit gebe, der heißt Saubere Grenzen über Nationalitäten und Grenzziehungen im 20. Jahrhundert bis 2018 und da beschäftigen wir uns diesmal oder vorgestern beschäftigen wir uns mit der Grenzziehung von 1920 und auch den Minderheitenregelungen von 1955. Und eine der Studentinnen sagte, ja, eigentlich finde ich es gut, dass es die dänische Minderheit gibt, aber man merkt sie ja gar nicht. Man weiß, irgendwo ist sie, aber sie fällt ja nicht auf. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Ja, aber warum findet man sie dann gut? Also wenn etwas da ist, was man nicht sieht. Ich meine, man kann dann sagen, es ist schön, dass Luft da ist. Ne? Ja. Wenn sie nicht da wäre, würde man es merken. Würde man es merken. Aber man kann sagen, ist ja eine paradoxe Bemerkung. Es ist irgendwie paradox und gleichzeitig ja auch irgendwie befreiend. Denn wenn man es nicht merkt, gibt es keine Friktion, gibt es keinen Konflikt. Früher hat man es gemerkt.
früher wusste man, was war dänisch, was war deutsch in Flensburg, wer war dänisch, wer war deutsch. Das hatte schwerwiegende Konsequenzen für das Zusammenleben. Heute heiratet man einander, man bekommt Kinder zusammen und man wird dann auch geschieden und diejenigen, die ursprünglich deutsch waren, engagieren sich plötzlich in der dänischen Minderheit oder diejenigen, die einmal dänische Minderheit waren, werden plötzlich in der deutschen Mehrheit, wo deutsch ist eigentlich eine falsche Kategorie in diesem Zusammenhang, darauf kommen wir vielleicht noch später zu sprechen, aber werden Teil der Allgemeinbevölkerung. Das ist so friedlich geworden, dass man heute denkt, das ist der Normalzustand. Aber im Grunde genommen ist es Ergebnis eines sehr, sehr langwierigen Prozesses. Und dieser Prozess, ein analoger Prozess, der steht noch aus bei sehr vielen Minderheiten in Europa. Hier haben wir eine Vorzeigeregion, wir haben einen Modellfall, wie es positiv gelungen ist, von der Abgrenzung zur Inklusion zu gelingen. Aber bei vielen Minderheiten in Europa ist man noch immer bei der Abgrenzung, bei der selbstgewählten oder fremdgewählten Abgrenzung. Dann kommen wir nochmal zurück zur Region. Ja. Wir haben uns ja da wegtragen lassen. Das sagt man ja auch immer vom Gegeneinander zum Miteinander zum Füreinander hier in der Region. Die Region bemüht sich auch gerade um Anerkennung als immaterielles Kulturerbe. Mhm. Wir haben über die Grenzziehung von 1920 geredet, das ist aber nur der erste Teil dieses Prozesses, den du gerade besprochen hast, denn da gehört 1955, kommt was ganz Wichtiges, das habe ich auch erst gelernt, als ich hierher gezogen bin, die Bonn-Kopenhagener Erklärungen. Ja. Was ist das? Ja, die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 werden oftmals als Referenzrahmen für das Zusammenleben zwischen Minderheiten und Mehrheiten in deutsch-dänischen Grenzland aufgefasst. Ganz konkret vereinbarten die Bundesregierung und die dänische Regierung im Zuge der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO Verhandlungen über die Minderheitenfrage. Die waren damals noch ziemlich entzündet, die Situation der deutschen Minderheit in Dänemark und vor allem der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Der Zweite Weltkrieg war nicht lange her. Der Schatten des Zweiten Weltkrieges, der Besatzung, der Erfahrungen und des massiven Identitätswandels nach 1945, wo die dänische Minderheit förmlich explodierte von 6.000 Angehörigen auf 120.000 Angehörige innerhalb weniger Jahre. Nicht durch Zellenteilung, durch massiven individuellen Identitätswandel, auch angesichts der massiven Zuströmung von Flüchtlingen, von deutschen Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die ja jetzt integriert wurden in die Sowjetunion, insbesondere Polen. Die Bevölkerung Flensburgs schwillt ja an und auch des ganzen Landesteils Schleswig, in ganz Schleswig-Holstein 1 Million, die zusätzlich kamen zu den 1,6 Millionen, das führte auch zu einer Polarisierung, einer ganz entschiedenen Polarisierung. Und wo die dänische Minderheit, die forderte jetzt eine Grenzverschiebung, die dänische Befreiungsregierung sagte, nee, tun wir nicht wahr? Man kann ja nie wissen. Wenn Leute plötzlich ihre Gesinnung wechseln, können sie es ja auch irgendwann umgekehrt machen. Und die ganze Sache war ja entzündet. Und dann sind wir in der glücklichen Situation hier im Grenzbereich, dass wir den Kalten Krieg haben. Der Kalte Krieg führt zur Verständigung, weil es gab gemeinsame außen- und sicherheitspolitischen Interessen. Das heißt, der Schatten des Krieges, der ja nur, der 1955 nur 10 Jahre vergangen war, konnte überwunden werden, weil man ein gemeinsames Interesse an Verteidigung gegenüber der Sowjetunion hatte. Ohne Kalten Krieg wäre es nicht so erfolgreich gelaufen, so schnell. Die beiden Regierungen verhandelten, Dänemark wollte keinen bilateralen Vertrag, denn man befürchtete, dass Deutschland dies als Vorwand für eine Intervention, eine politische Intervention zugunsten der deutschen Minderheit ausnutzen könnte. Also dass man die Grenze verschiebt? Politische Einmischung, nicht wahr? Okay. Das wollte man nicht. Und letztendlich konstruierte man dann eine ganz besonders neue Art des Völkerrechts. Einseitige Regierungserklärungen als Ergebnis bilateraler Verhandlungen. Und die Bonn-Kopenhagener Erklärungen wurden verkündet am 29. März 1955. Gemeinsam geschah das in Bonn. Konrad Adenauer erklärte die Rechte der dänischen Minderheit in der sogenannten Bonner Erklärung. Das waren allgemeine Staatsbürgerrechte, die dort festgelegt werden und Prinzipien des gemeinsamen Miteinanders. In der Hoffnung, und das stand in der Präambel, dass diese Erklärung dem Zusammenleben zwischen Deutschen und Dänen im Grenzbereich förderlich sein können. Die dänische Regierung, die Kopenhagener Erklärung, wurde dann kurz darauf, selben Event, Palais Schaumburg in Bonn, wurde vom dänischen Regierungschef Hans Christian Svane Hansen erklärt und regulierte die Fragen der deutschen Minderheit. So stand man nebeneinander, aber man wusste, und das wurde auch in der Presse berichtet, alles toll, schön, man hat jetzt vielleicht ein Modell geschafft, aber am Tage vorher, am 28. März, da hatte die deutsch-dänische
Regierungsdelegationen, die haben dort ein gemeinsames Ergebnispapier festgelegt. Und in diesem Ergebnispapier, da befindet sich unter anderem die Zusage der Befreiung des SSWs von der 5%-Sperrklausel. Nicht in der Bonn-Kopenhagener Erklärung, da steht nichts drüber. Aber alle sagen, Bonn-Kopenhagener Erklärung war tatsächlich in diesem Papier. Und nachdem man diese Lösung gefunden hatte, konnte die Bundesrepublik in die NATO aufgenommen werden, konnten dänische und bundesdeutsche Militärs kooperieren. In Holtenau entstand ein Flottenkommando, später entstand ein Einheitskommando in Rendsburg für das ganze jüdische, schleswig-holsteinische Gebiet, auch mit englischer Beteiligung. Das hat Vertrauen gebaut. Und vor Ort, ja, zunächst einmal waren die Minderheiten gar nicht begeistert. Wenn man sie heute fragt, haben sie die Bonn-Kopenhagener Erklärung erfunden. Das war 1955 gar nicht so. Man war unzufrieden, man wollte eigentlich was anderes. Aber was wollte man denn? Man wollte weitergehende Garantien, man wollte nicht einfach dieses Minderheit ist, wer will, okay, ihr dürft eigentlich Schulen. Es war die Gesinnungsminderheit. Genau. Das war ja auch so neuartig in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen. Genau, man erkannte es. Ja, im Grunde genommen gab es es schon vorher. Auch das Prinzip Minderheit ist, wer will, also das freie Bekenntnis zur dänischen /deutschen Nationalität, die nicht hinterfragt werden darf, wurde eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg introduziert ins Grenzland. 1949 finden wir sie in der sogenannten Kieler Erklärung zu den Rechten der dänischen Minderheit und auch als allerletzter Punkt analog der Friesen in Schleswig-Holstein. Auch dort gab es das und in der Landessatzung von 1949 auch. Nur die Realität war anders. Man sicherte das freie Bekenntnis zu, aber in der Realität machte man eine Unterscheidung zwischen echten und unechten Angehörigen der dänischen Minderheit. Und man sprach von Speckdänen und von ursprünglichen. Und man wollte sie reduzieren, man versuchte sie zu punktieren auch. Was dann allerdings nicht gelang. Aber wie gesagt, wir sind in der glücklichen Situation in diesem Grenzbereich, dass der Kalte Krieg war unheimlich konstruktiv für die, später vielleicht konnte man es nennen, Verbrüderung, Verschwesterung, aber zumindest für den Dialog. Und das war alles andere als ein Naturgesetz. Man muss sich vorstellen, noch Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in der nordschleswigschen dänischen Widerstandsbewegung konkrete Überlegungen einer Vertreibung der deutschen Minderheit. Wurde dann nie realisiert, zum Glück, aber die Überlegungen waren da und dänischerseits im Volk, es gab eine Petition von 800.000 Unterschriften zu einer Zeit, wo in Dänemark 3,5, knappe 4 Millionen Menschen wohnten, die forderten das Selbstbestimmungsrecht der dänischen Südschleswiger ein. Das heißt, auf beiden Seiten gab es Hardliner und in den Minderheiten selber gab es sehr nachdrückliche Hardliner. Man wollte nicht unbedingt das friedliche Zusammenleben, man wollte Separation auf vielen Ebenen. Und man lebte auch parallel. Und das ist eben dieses Gegeneinander. 1955 ist ein Ereignis von weitreichender, von epochaler Bedeutung für das deutsch-dänische Verhältnis und für das deutsch-dänische Grenzland. Aber es ist eine Lösung, sie kam von außen. Sie kam aus Kopenhagen, sie kam aus Bonn, nicht aus der Region. Die Minderheiten vor Ort waren gar nicht an den Verhandlungen beteiligt. Sie mussten sie letztendlich ausleben auch und umsetzen. Und das war nicht immer positiv und nicht immer konstruktiv. Mein eigener Großvater, er war einer der Gründer der dänischen Minderheit in Rendsburg nach 1945. Vor 1945 gab es dänische Familien, zum Beispiel meine Oma. Sie sprach Sønderjysk zu Hause. Sie stammte aus einer Familie, das waren Eisenbahnarbeiter aus Rødekro in Nordschleswig. Die wurden dann vor der Jahrhundertwende wurden sie nach Rendsburg verpflanzt. Sie sprach Sønderjysk zu Hause. Ihr Mann war ursprünglich Deutscher. Ein spezieller Dialekt hier in der Region. Ja, genau. Ist wie Plattdeutsch, kann man sagen. Nicht wahr? Mhm. Ganz interessant und faszinierend. Und er machte dann den Wandel mit nach 1945. Die Frau war immer, der Mann dann nicht und baute dann auch mit, war Gründungsmitglied des SSW. 1948 war sogar einer der Lizenzhaber für die Parteizeitung, die ist, Südschleswigsche Heimatzeitung, die ist heute Bestandteil der Flensburger Wies. Er distanzierte sich nach den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von diesem aktiven Engagement auch. Und das ist interessant. Also es war nicht so einfach. Aber im Nachhinein sind alle schlauer und im Nachhinein hatte der Erfolg unheimlich viele Väter. Aber es dauerte lange Zeit. Das war keine mirakulöse Antwort auf die Herausforderung. Es war nicht das Ei des Kolumbus. Man hat tatsächlich gesagt, so, das sind die Rahmenbedingungen. Und bitte, dänische Minderheit, jetzt findet euch damit ab. Die Grenze liegt fest.
wie wir schon 10 Jahre früher gesagt haben, seitens der dänischen Regierung. Und dann entwickelt es sich. Nicht linear, sondern so wie ein Rollercoaster, kann man beinahe sagen, eine große Rutsche. Ich habe dazu eine Frage, die mich auch, ich gehöre ja auch, ich kann das jetzt ja sagen, ich gehöre ja auch der dänischen Minderheit an, ja. Weil ich einen Sohn habe, der auf eine dänische Schule geht. Ja. Und dann bin ich ja auch freiwillig Mitglied. Du hast für Menschen wie mich den schönen Begriff postnational geprägt, da reden wir gleich noch drüber. Aber was mich schon interessiert oder eine Frage ist, warum gibt es diese Minderheiten eigentlich noch? Also warum... Ja. Wenn man sagt, okay, das waren 19, also man hatte nationale Schwierigkeiten, dann gab es den Zweiten Weltkrieg, es gab die Bonn-Kopenhagener Erklärung, nach und nach findet man sich zusammen. Heute sagst du selber, oder wie die Studentin so schön gesagt hast, ich sehe sie nicht, aber ich finde sie gut. Fragt man sich schon, was ist eigentlich gut daran, dass es jenseits und diesseits der Grenze diese Minderheiten gibt? Warum sind wir nicht einfach alle Regionsangehörige und sind eben gemeinsam in dieser Region und schauen nicht darauf, bist du deutsch oder dänisch? Ja, das ist für viele auch ein Idealzustand. Man empfindet sich vielleicht, zum Teil gibt es das, in der deutschen Minderheit gab es nach dem Zweiten Weltkrieg das Konzept der Zweiströmigkeit, die gab es dann auch bereits im 19. Jahrhundert, also dass die Idee, die Vorstellung, man ist deutsch und dänisch, man hat zwei Strömungen in sich, aber man lebt friedlich zusammen, also man profitiert vom Mehrwert der Kulturen und der Sprachen. Es gibt ja sehr wohl die Bestrebung, als man 1997 die Euro-Region, die nicht Euro-Region genannt werden durfte, weil auf dänischer Seite gab es Vorbehalte, man hatte Angst, Euro-Region bedeutet Großdeutschland, so ungefähr war das die Vorstellung. Zu der Zeit lebten noch Generationen, sie erinnerten sich an 45, das ist ganz eindeutig ein Generationenproblem auch. Da war der Sinn und Zweck dieser grenzüberschreitenden Kooperation ja auch Grenzen und Grenzbarrieren zu überwinden. Sonderjylland-Schleswig, das ist genau. Die Region. Das ist die Region. Die richtig auch infrastrukturell hinterlegt ist. Ne? Es gibt ein Büro, Büro und ein Regionsrat. Und ich war selber dort viele Jahre lang, war ich Beobachter auf dänischer Seite. Und anfangs gab es nicht nur ein Regionalrat mit jeweils 21 ernannten Mitgliedern auf beider Seite. Und das paritätisch, obwohl im Landesteil Schleswig wohnen beinahe doppelt so viel wie in Nordschleswig. Aber das musste ja alles ausbalanciert sein. Dann hatte man auf beiden Seiten noch 3 offizielle Beobachter. Das waren 2 Mitglieder. Bei der OSZE. Bei der OSZE. Das heißt, auf dänischer Seite waren dort 2 Angehörige des dänischen Folketings und dann war ich dort als Direktor des Instituts für Grenzregionsforschung, also als Repräsentant, als Funktion. Und auf deutscher Seite waren das Vertreter der Landesregierung. Und wir sollten dann darauf aufpassen, dass sie jetzt auch nicht irgendwie da Außenpolitik machten. Unheimliches Misstrauen, ne? Unheimliches Misstrauen. Und anfangs war es so viele Jahre, man hat Vorbesprechungen gehabt auf beiden Seiten. Vorbesprechung, wobei allerdings die Minderheiten waren integriert. Das heißt, in der deutschen Vorbesprechung, da waren SSW-Vertreter dabei und auf der dänischen Vorbesprechung, da waren dann Vertreter der deutschen Minderheit dabei. Und dann hat man sozusagen die Tagesordnung abgearbeitet, dann ging man ins Plenum und da passierte eigentlich nichts. Und alle freuten sich darüber, wie funktioniert das gut. Das war ein langer Prozess. Später reformierte man reduzierte die Anzahl der Angehörigen des Regionalrates. Das gab keine Vorbesprechungen mehr. Man diskutierte auch weiter. Da war Vertrauen entstanden. Das war ein schwieriger Prozess. Einige befürchteten damals, auf dänischer Seite vor allem, als Mene Tekel, jetzt werden die Grenzen zwischen Deutsch und Dänisch verwaschen. Und irgendwann entsteht eine Grenzlandidentität. Das ist für Dänen nicht positiv. Auf deutscher Seite fand man das gut. Und warum finden denen das nicht gut? Weil die prinzipiell misstrauischer sind gegenüber Deutschland oder weil sie ein anderes Nationalbewusstsein haben? Ein anderes Nationalbewusstsein. Auch da erklärt 33 bis 45 auf deutscher Seite alles. Deutsche haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg sich voll engagiert in die europäische Integration. Gab es auch in der deutschen Minderheit in Dänemark. Man hatte die Vorstellung, dass Europa konnte irgendwie das Deutsche überwinden und integrieren und wie ist es schön, wir können friedlich zusammenleben, man wird wieder akzeptiert. Dänemark hatte ja diese Erfahrung gar nicht. Dänemark hat die Erfahrung des kleinen Landes, wo die nationale Identität sehr offen gezeigt wird, sehr offen getragen wird. Die dänische Flagge, das Dannebrog, wird in diesem Jahr 800 Jahre alt übrigens. Das wird zelebriert am 15. Juni. Das
hat mich sehr befremdet bei Kindergeburtstagen. Überall. Immer, das kann man als überall. Deutsche würde man nicht tun, auf dem Weihnachtsbaum auch. Auch innerhalb der dänischen Minderheit wird das ja gepflegt. Das ist, wie zeige ich mein Dänischsein, das tue ich mit diesem Dannebrog. Und wie gesagt, in diesem Jahr 800 Jahre, das ist ein Kult, mit dem wir es zu tun haben. Aber ganz wichtig für diesen Staat, Norwegen hat es übrigens auch auf den Christbäumen. Und das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Was heißt es, national zu sein? Wie zeige ich es? Und deshalb gab es stets diese starke Gegenbewegung. Auf deutscher Seite dachte man, so, jetzt wären wir alle Brüder, nicht wahr? Europa-Hymne beinahe. Wie heißt das? Freude, schöner Götterfunken. Wunderbar. Auf dänischer Seite dachte man, die Erde und die Land ist wichtiger für uns. Aber wir sind freundlich, wir kooperieren, aber nicht so weit gehen. Dort gab es zum Teil die Vorstellung, man könnte eine Grenzlandidentität hervorlieben, würde ich sagen, es dann nicht züchten, sondern hervorlieben. Irgendwie vielleicht analog zu einem Begriff, den ein amerikanischer Grenzregionsforscher Oscar Martinez geprägt hat, das Konzept des Borderlanders. Ein Borderlander ist ein Mensch, der lebt in einer Grenzregion und hat irgendwie einen Bezug auf die Region, die über die Grenzen greift. Also eine Identität, die nicht nur national, in dem Falle, er stammt selber aus Texas, als Amerikaner versus Mexikaner, sondern Borderland als eine Zone des Überganges und eine Zone des Kooperation, eben auch der besonderen Verhältnisse, die es dort gibt. Und sehr wohl kann man sagen, dass in diesem historischen Grenzraum Schleswig gibt es auch Traditionen, gibt es Spuren, die älter sind als die nationale Identifikation und die schon eine Rolle spielen, auch in Dänemark. Zum Beispiel ist es in Dänemark so, dass Geburten werden im Pfarramt angemeldet. Mhm. Das machen die Pastoren, aber nicht in Nordschleswig. In Nordschleswig hat man nach wie vor die Tradition des Preußens, man hat ein Einwohnermeldeamt, da werden die Geburten angezeigt. Im übrigen Dänemark ist es nicht so. In Nordschleswig gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Wie auch in Schleswig-Holstein gibt es nicht in anderen Teilen. Und es sind regionale Züge, die gibt es. Man spielt Skat, man hat dieses Gänsespielen auch und so weiter. Das sind Sachen, die sind irgendwie vornational, die sind regional zu einer Zeit, als es gar nicht so wichtig war, welche Sprache man sprach. Man sprach sowieso unheimlich viele Dialekte. Und die Sprache veränderte sich mit jeder Bewegung. Später kamen dann die Staaten hinzu, dann kamen die Schulen dazu. Und die Schulen nationalisierten, das Militär, der Wehrdienst nationalisierte, die Pastoren nationalisierten. Und das ist auch in dieser Region passiert. Also wir hatten sozusagen so eine Art Grenzlandidentität. Dann gab ganz es stark, die Zeit ja. im 19. Jahrhundert oder ja. schon vorher, die eben nationalisiert hat. Ja. Und jetzt haben wir die Nationen und, ja, und das die Minderheiten damit. Und ja. Aber wieso überleben sie? Wieso überleben sie? Ja. Das frage ich mich schon. Das ist schon eine faszinierende Frage. Und warum wird das gefeiert? Das frage ich mich manchmal. Ja. Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche. Ich frage mich manchmal, wir bewerben uns für immaterielles Kulturerbe und so weiter, weil wir sagen, wir sind hier so offen mit Minderheiten. Ja. Wir gehen so unglaublich liberal und tolerant miteinander um. Und ich frage mich, werden die nicht auch ein bisschen künstlich am Leben erhalten mit großen ökonomischen Zuwendungen? Die Schulen profitieren. Ja. Werden die nicht künstlich am Leben gehalten und was hat man davon? Ja, das ist eine ganz gute Frage und sie bezieht sich ja zugleich auf mehreren Ebenen. Die Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland sind ja ein Alleinstellungsmerkmal. Und für die EUF ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal, überhaupt sich mit Minderheiten zu beschäftigen. Es ist einzigartig in Deutschland. Ich glaube, in Kiel gibt es auch einen Minderheitenforscher, muss ich jetzt mal sagen. Aber so ganz systematisch ist es schon einzig. Wir haben die Frisistik, auch dort. Aber als Alleinstellungsmerkmal, wir sind hier in einer Region, wo die Minderheiten sind und zugleich haben wir den europäischen Ausblick. Weil wir haben das ECMI hier, wir haben die FUEN als Organisation, als NGO der Minderheiten an sich. Aber wieso überleben sie? Sie überleben teils durch die Strukturen, die erschaffen worden sind. Auch infolge der Bonn-Kopenhagener Erklärung. Es gibt ja ein Koordinatensystem an Institutionen. Wir haben Schulen, wir haben Bibliotheken, wir haben Pastoren, wir haben Kindertageseinrichtungen, Schulen insbesondere. Wir haben alles, was eine Segregation förderlich ist. Im Grunde genommen haben wir eine Duplizierung. Wir haben alles doppelt. Wir haben zwei schöne Bibliotheken. Wir haben zweimal Symphoniekonzerte. Wir haben zweimal Theater. Wir haben zweimal Schulen. Und aus dieser Segregation ist hier vor Ort etwas ganz Fantastisches entstanden, und zwar Integration. Was man nicht beabsichtigt hat. Hier hat man ja
die Minderheitenfrage gelöst, indem man die Minderheiten separiert hat. Sie hatten ihre kulturelle Autonomie, sie hatten das ganze Angebot. Aber dann entstand südlich der Grenze eigentlich in mehreren Phasen. Zunächst einmal war es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir diesen massenhaften Gesinnungswandel hatten, wo man von 6.000 auf 120.000 explodierte, aber schon Mitte der 50er Jahre waren es nur noch 50. Das Wirtschaftswunder hat da einiges beigetragen. Dann wurden die denn wieder deutsch? Dann war das war dann die tatsächliche Identität. Ist ja auch in Ordnung. Das ist auch gar nicht überraschend. Was überraschend war, dass Mitte der 50er Jahre noch immer 50.000 sagten, nein, was wir gewählt haben, das meinen wir ernst. Und dann entwickelte sich es negativ. Mitte der 60er Jahre waren die Schülerzahlen an den dänischen Schulen im freien Fall. So schien es, man überlegte tatsächlich, gibt es irgendeine Schmerzgrenze. Aber dann änderte es sich. Und es veränderte sich aufgrund auch der neuen sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland. 68, was ja letztendlich eine positive Entwicklung für die ganze Bundesrepublik beitrug und auch dieses Mehr-Demokratie-Wagen, bedeutete auch bei Familien, dass man sich dem Nordismus hinwandelte. Man sah im Norden, in Skandinavien, sah mal eine bessere Welt, man sah eine bessere Demokratie, man liebte Astrid Lindgren, man fing an, seine Kinder schwedische Namen zu geben oder pseudonordische Namen. Ich habe mein Kaninchen Pelle genannt. So ganz wunderbar, man war fasziniert. Mhm. Man war fasziniert von Pippi Langstrumpf, man war fasziniert von Dänemark, wo man Urlaub machte. Und die waren ja unheimlich freundlich, auch in Skandinavien überhaupt. Und irgendwie war es ganz anders, dynamischer als das verkrustete bundesrepublikanische System, wo erst Willy Brandt vielleicht Demokratie mehr wagen wollte. Aber diese ganzen Jugendbewegungen, die Studentenbewegung, führten auch zu einer Revitalisierung der dänischen Minderheit. Plötzlich suchte man das Angebot der dänischen Minderheit. Man hatte das segregierte Angebot und plötzlich kamen deutsche Familien und sagten, da würden wir gerne dabei sein. Wir möchten gerne das für unser Kind auch. Und diese Entwicklung hat sich fortgesetzt in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und damals, da erwartete die dänische Minderheit eine ganz konsequente Wahl. Man sagte, okay, Bekenntnis dänische Minderheit ist frei, Elternwahl der Schule ist auch frei, ist auch in der Landessatzung 1949, die dann später 1990 zur Landesverfassung wurde, verbrieft. Auch in der Bonn-Kopenhagener Erklärung übrigens, das erkennen wir an, aber bitte seid euch bewusst, das ist eine nationale Minderheit. Okay, man unterschreibt und irgendwie wurde man dann national. Die Kinder ja, auf jeden Fall. Die Kinder wurden geprägt. Und wir wissen, dass seit den 60er Jahren sind jedes Jahr ungefähr 2/3 der Abiturienten der Dubau-Schulen und jetzt seit beinahe 10 Jahren auch der RP-Müller-Schulen, die ziehen nach Dänemark und die kehren nicht zurück. Das heißt, wir exportieren 2/3? 2/3 ungefähr jedes Jahr nach Dänemark. Sie bringen einen Mehrwert. Sie bringen einen Mehrwert für die Verständigung, denn sie sind sehr oft doppelt sozialisiert, deutsch-dänisch, dänisch in den Schulen, in den Minderheiteneinrichtungen, aber familiär sehr oft eben auch deutsch. Sie kommen nach Dänemark und bringen einen Mehrwert. Sie können etwas, das kaum ein Däne heute kann. Sie können Deutsch sprechen. Hm. Wunderbar. Die dänische Minderheit exportiert ihre Jugend nach Dänemark, um Deutsch zu sprechen. Als Qualifikationsmittel. Ist schon ironisch. Und umgekehrt haben wir es zum Teil auch mit der deutschen Minderheit. Die verbleiben aber zu 2/3 in Dänemark und studieren dort. Also auch ein ganz anderes Muster. Aber wie, und das führt dazu, dass eine Vitalisierung, eine Revitalisierung der dänischen Minderheiteneinrichtungen und letztendlich auch der Vereine entstanden ist. Und welchen Umfang das hat, das kann man sich vergegenwärtigen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Schülerzahlen. 1971, da waren es ungefähr 5.700 Schüler an den dänischen Schulen. 2019 sind es noch immer 5.700. Okay, das ist Stabilität. Wenn 2/3 wegziehen, müssen die irgendwie hinzukommen. Mhm. Klar, wo kommen die her? Die kommen von außen. Es sind nicht nur denen, die hier hinziehen, es sind insbesondere ursprünglich Deutsche, die wählen eine Zugehörigkeit zur dänischen Minderheit. Aber das sind dann nur die Zahlen. Wenn wir uns die Relationen anschauen, dann wird es noch interessanter. Denn im Laufe dieser 40 Jahre, bald 50 Jahre, hat sich die demografische Entwicklung ja verändert. Früher hatten Familien 3, 4 Kinder, heute sind es 2, 1, 2 vielleicht. Bei manchen werden es jetzt wieder 3. Der relative Anteil der 5.700 im Jahr 1971 betrug 1,6% sämtlicher Schüler in Schleswig-Holstein. Der relative Anteil von 5.700 heute liegt bei 2%.
das ist ein Zuwachs von über 50%. Mhm. Das heißt, Kontinuität, konstante Größen bedeutet im Grunde genommen höhere Attraktivität. Und das ist wiederum Ausdruck für einen Prozess, den habe ich mit dem Begriff der Postnationalisierung gekennzeichnet. Und ich sehe heute in der dänischen Minderheit zwei Hauptsegmente. Die nationale Minderheit, die traditionell verwurzelt ist über mehrere Generationen hinweg, wo Identifikation mit der dänischen Minderheit auch mit eigener Erfahrung zusammengehört, wo die Wahl einer dänischen Kita, einer dänischen Schule für das Kind ist Funktion der Zugehörigkeit zur Minderheit. Das ist eigentlich gar keine Wahl, ne? Das ist keine Wahl, das ist die natürliche Wahl sozusagen, genau. Obwohl alles natürlich kulturell ist. Mhm. Und umgekehrt, und das ist wahrscheinlich heute das größere Segment, sind es die Postnationalen. Da wird Zugehörigkeit zur dänischen Minderheit ist eine Funktion der Wahl der Institution. Das sind zwei völlig unterschiedliche Beweggründe, aber auch zwei völlig unterschiedliche Verständnisse des Minderheitsseins. Und diese kontinuierliche Hinzuwahl der dänischen Minderheit ermöglicht es der dänischen Minderheit zu überleben, rein numerisch. Ansonsten wäre sie verschwunden. Klar, wenn die Jungen in Dänemark sind und dort ihre Kinder bekommen und nicht hier, irgendwann haben wir ein Problem. Auch im politischen Sinne ist es so, der SSW konnte ja das allerdings mit etwas, ja, einiger Verspätung, bevor es nachhaltig wurde, aber doch bei den Landtagswahlen Anfang der 70er Jahre, da stand das Mandat des SSW auf Messerschneide. Man hat ja kein garantiertes Mandat, man muss nach wie vor das Mindestquorum für das äußerste Mandat im Landtag, bei den Landtagswahlen gewinnen. Und seitdem ist es positiv, hat es sich entwickelt. Über die 70er, 80er Jahre, insbesondere nach der deutschen Wiedervereinigung, da gab es einen Boost, die Kommunalwahlen auch 92 nach der Barschel-Affäre und so weiter. Das hat auch damit zu tun, die Minderheit ist angekommen, die Minderheit ist integriert. Gleichzeitig sehen wir einen erheblichen Anteil von national gemischten Ehen. Das bedeutet Integration und friedliches Zusammenleben. Und dann wiederhole ich aber die Frage nochmal. Ich meine, warum überleben Sie dann? Also ist es wichtig, dass eine deutsche und eine dänische Minderheit gut miteinander auskommen, einander kennenlernen, integrieren und dann Verständigung in die jeweiligen Nationalstaaten tragen? Und ist das auch ein Erhalt von Kultur? Wäre es als Verlust zu werten, wenn man irgendwann sagt, wir sind hier einfach eine Region, wer deutsch ist und wer dänisch ist und wir reden sowieso ein komisches Deutsch, wenn wir sagen, ich gehe noch die Kinder passen. Ja. Wenn man wie ich aus Frankfurt kommt, weiß man nicht, was das heißt und merkt dann, das sind eben dänische Satzstrukturen, die einfach ins Deutsche übertragen werden. Genau. Und solche Dinge haben wir ja sehr viel. Ja. Also wäre das sozusagen ein Verlust, wenn sich irgendwie so eine Hybrid-Identität hier entwickelt? Ich glaube, zum Teil hat sie sich entwickelt. Mhm. Innerhalb der Minderheiten hat sie sich entwickelt, weil wenn diese unterschiedlichen Segmente zusammenleben, da entsteht eine Akkulturation. Man spricht nicht gerne drüber in den Minderheiten. Klar, man hat die reine Lehre, die möchte man verkaufen. Als Minderheit wird man ja auch definiert anhand von objektiven Kriterien und das subjektive Identifikationskriterien. Aber wenn die objektiven Kriterien nicht gegeben sind, hat man natürlich ein Problem. Aber für die Region an sich stellen die Minderheiten einen Mehrwert dar. Und ich habe manchmal gesagt, und sage es dann auch heute wieder, gäbe es die Minderheiten nicht, müsste man sie eigentlich erfinden. Weil sie funktionieren tatsächlich heute. Also hier in dieser Region. Hier in dieser Region. Mhm. Denn sie funktionieren tatsächlich hier, indem sie ihr Potenzial realisieren. Das heißt, sie werden Brückenbauer. Sie sind Transformationsstufen. Sie schaffen aber auch etwas ganz anderes. Und zwar schaffen sie Soft Power in der Grenzregion. Für Dänemark hat die dänische Minderheit eine unheimlich große Rolle. Denn diese ungefähr 50.000, wenn die Sonne scheint, wenn der Tag betrübt ist, vielleicht 40.000, die sich damit identifizieren, wir wissen es nicht, das ist ja reines Bauchgefühl und Schätzung, sind ja irgendwie auch Botschafter für das dänische Lebensgefühl, für dänische Werte, für dänische Mentalitäten. Und auch umgekehrt, die deutsche Minderheit in Dänemark versteht sich ja auch als Brückenbauer und vermittelt deutsche Werte. Okay, manchmal tut man das, indem man Hansi-Hinterseer-Konzerte macht, aber auch das ist ja deutsche Kultur und man macht Ausflüge zum Oktoberfest. Aber das Bibliothekswesen, die Schulen, das ist die Duplizität, aber zugleich auch der Mehrwert der Grenzregion. Und somit meine ich, die spielen heute eine sehr, sehr positive Rolle. Das war nicht immer der Fall. Die Minderheiten wurden über lange Zeiträume auch als störend empfunden, als irritierend, als etwas, das irgendwie dazugehören musste, aber im Grunde genommen waren sie hinderlich.
Wir sahen das bei der Gründung der Region Sonderjylland-Schleswig, wo die deutsche Minderheit begeistert war. Das war irgendwie auch dieser Europatraum. Jetzt können wir integrieren, jetzt können wir zusammenarbeiten, jetzt werden wir anerkannt. Überhaupt für die deutsche Minderheit war der Fall der Mauer ein Gottesgeschenk. Man konnte aus dem langen Schatten der Besatzungszeit des Nationalsozialismus hinaustreten. Plötzlich wurde man Modellfall, europäisches Modell. Mm. 1991 die dänische Bundesregierung im vereinten Deutschland präsentierten auf KSZE-Konferenzen zu Minderheitenfragen gemeinsam die Minderheiten in diesem Grenzland als europäisches Modell. Wunderbar, Minderheiten, die plötzlich anerkannt werden. Sie waren dabei, sie sind ein Modell gewesen. Auf dänischer Seite, bei der Gründung des Regionalrates, auf der Seite der dänischen Minderheit, gab es Proteste. Karl Otto Meyer stand an der Grenze und demonstrierte dagegen. Er wollte eine sichtbare Grenze, eine deutliche Grenze. Und die Grenze an sich ist ja konstituierend für die Existenz der Minderheiten. Und wir sprechen nur über Minderheiten, weil es eine Grenze gibt. Ohne die Grenze wäre es auch egal. Ja, und weil wir national denken. National genau. denken und jetzt wieder verstärkt national denken. Wobei das Interessante ist, dass die Minderheiten in der Region, die Dänen und die Deutschen, sind national in ihrem Gedankengang, aber irgendwie sind sie binational in ihrem tatsächlichen Lebensalltag. Denn du erzähltest, dein Sohn ist auf einer dänischen Schule. Und das ist unproblematisch im Zusammenleben, im gemeinsamen Lernen. Denn sie schauen sich dieselben Sendungen an, hören selbe Musik, haben den Bezugsrahmen auch. Und der ist nicht immer dänisch. Okay, dänisch spielt natürlich eine Rolle, weil der ganze Unterricht auf dänisch vollzogen wird. Weil er Kim Larsen hört. Kim Larsen hört und so weiter auch. Also diese Verdoppelung der Kultur, der kulturelle Mehrwert. Diesen Mehrwert, der wäre auch gewählt, ganz bewusst. Es kann auch praktische Gründe haben, okay, die Kita hat länger offen. Ganz legitim. War bei mir auch ein Grund. Ach so, und ich war, okay, aber du triffst eine Wahl und die Wahl hat eine Konsequenz, weil dein Kind wird geprägt, wird sozialisiert. Unmerklich, manchmal auch ganz massiv, klar, denn die Minderheiteneinrichtungen sind ja nicht wertneutral. Hm. Wir sprechen oft, und auch in diesem Grenzland sprechen wir, von deutschen und dänischen Schulen. Okay, die deutschen Schulen, die gibt es nur an einem Ort, und zwar in Nordschleswig. Und die dänischen Schulen, die gibt es nur in Südschleswig. In Dänemark gibt es keine dänischen Schulen. Es gibt Schulen. Es gibt private Schulen, es gibt öffentliche Schulen, aber die sind inklusiv. In Deutschland, in Schleswig-Holstein, gibt es die allgemeinbildenden Schulen und dann haben wir die Waldorfschulen und wir haben ganz wenige andere freie Schulträger. Aber sie verstehen sich nicht als ethnische Schulen. Die Minderheitenschulen haben ein Selbstverständnis als ethnische Schulen. Sie vermitteln dänische Werte in Südschleswig und viel weniger dann deutsche Werte in Nordschleswig. Das ist aufgrund der Geschichte wiederum. Die dänische Minderheit darf, was die Mehrheit nicht darf. Die dänische Minderheit darf die nationalen Traditionen hervorholen und auch pointieren. Und, also eine Minderheit darf national sein. Eine die Minderheit darf nicht national sein. Nein, nicht länger. Das mag man nicht, aber die Minderheit darf es. Und sie sind es auch. Sie sind es auch. Und das Beispiel des Dannebrogs, der dänischen Fahne, die ja omnipräsent ist in der dänischen Minderheit. Über lange Zeiträume war sie auch omnipräsent präsent auf den PKWs. Angehörige der dänischen Minderheit konnte man bis vor 10 Jahren ungefähr im Stadtbild identifizieren, weil auf ihrem Auto standen zwei Sachen, teils eine kleine Dannebrog-Flagge, deutsche Nummernschild, und dann die Nummernschildkombination FL-DK. DK, nicht wahr? Für Dänemark. Das waren die stark identifizierenden Angehörigen der dänischen Minderheit. Und das bedeutete manchmal, dass man dann auch toleranter war im Straßenverkehr. Und sagt, oh, DK ist einer von uns. Aber es kann natürlich auch falsch sein. Und ich hatte es selber erlebt einmal, als ich eine Versicherung eingehen wollte bei einem Versicherungsagenten. Und ich sah auf seinem Nummernschild, da stand dann FLDK. Und sagte, oh, das ist einer von uns, nicht wahr? War es gar nicht. Er hat einen ganz anderen Namen. Vorname mit D, Nachname mit K. Und sich ganz umsonst identifiziert mit jemandem. Ja, ja, aber interessant. Und ich glaube auch, als wir diese große Krise hatten 2010 bis 2012 mit der Kürzung der Zuschüsse seitens des Landes für die dänischen. Das musst du vielleicht kurz erklären für Leute, die sich damit nicht auskennen, was Herr Carstensen da angerichtet hat als Ministerpräsident. Im Zuge der Austeritätspolitik, also der Kürzungen, weil damals war man der Ansicht, würde man jetzt nicht einschneidende Sparmaßnahmen vornehmen, wäre Schleswig-Holstein das neue Griechenland.
Da beschloss man 2010 einseitig die Förderung für die dänischen Minderheitenschulen zu reduzieren. Bisher erhielt man die Durchschnittsschülerkosten von Schülern an öffentlichen Schulen, allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein. 2010 kürzte man einseitig 15% auf 100-85%. Das löste eine Welle der Empörung aus, auch in Dänemark, und eine unheimliche Identitätsstärkung und Findung innerhalb der dänischen Minderheit. Überall wurde demonstriert, protestiert, wir sind auch 100% wert. Es gab zunächst regionale Demonstrationen, dann 2012, kurz vor der Landtagswahl, hier in Flensburg an der Hafenspitze, bis zu 12.000 Angehörige und Sympathisanten der dänischen Minderheit, die standen mit diesen Logos, mit einem Smiley, der angeknabbert war, bei 85% dann das Slogan, mein Kind ist auch, wir sind auch 100% wert. Das gab einen Boost für die Minderheit. Und zugleich stellte es auch das Minderheitenmodell in Frage. Es war die Krise, die größte Krise in diesem Zusammenhang. Und dieses Logo, diesen Smiley, den haben Leute dann überall auf ihre Autos geklebt. Mhm. Und das heißt, im Straßenverkehr konnte man plötzlich sehen, oh, einer von uns. Und sogar auf der Autobahn, wenn jemand mit 250 einen überholt und hasardiert ist, dann sagt man, ah, okay, vielleicht nicht ganz so unsympathisch, nicht wahr, wenn man dabei ist. Und ich meine, dieser Konflikt hat ja, dass du beschreibst das sehr schön in deinem Aufsatz Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein, dass das also sozusagen auf Bundesebene wahrgenommen wurde, auf europäischer Ebene, weil es verbrieft, ne? Also es gibt Minderheitenrechte, die sah man verletzt. Und letztendlich kann man sagen, in der nächsten Wahl 2012 war Herr Carstensen auch mit seiner CDU nicht mehr. Gab es einen Regierungswechsel. Genau. Und danach war der SSW tatsächlich ja in der Regierung und hat eine andere Minderheitenpolitik gemacht. Also es hat tatsächlich Auswirkungen gehabt. Auch bundespolitisch natürlich. Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, das hat auch dort eine Bedeutung gehabt. Naja, und eine erste Europaministerin, die dem SSW, und das war waren ja wunderbare Zusammenschnitte, dass die ganzen Nachrichtensprecher das nicht aussprechen konnten. Ja. Südschleswischer, ich kann es jetzt auch nicht, das wusste ich Wählerverband. Schon, dass es nicht klappt. Wählerverband, genau. Da gab es ja so Zusammenschnitte, wie alle daran scheitern, das auszusprechen, weil keiner genau weiß, was ist das eigentlich, der SSW. Ja. Ging mir auch so, als ich noch in Frankfurt war, dass ich keine Ahnung hatte, was das ist. Wenn wir aber jetzt mal hier wegkommen, wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt hier dieses Minderheitenmodell, das ist mittlerweile ein Modell für andere auch. Denn Minderheiten sind, können Konflikte auslösen, das wissen wir alle. Balkan, Nordirland sind präsente Beispiele. Das ist ja auch der Grund, warum das European Center for Minority Issues weltweit politikberatend tätig ist und sagt, wir kümmern uns um Minderheiten, wir gehen in Konfliktregionen. Die Frage, warum stellen Minderheiten so einen großen politischen Sprengstoff dar? Sie tun es ja letztendlich, weil sie die Grenzziehung bedrohen. Sie sind damit aparte, die Nationalstaaten. Die Nationalstaaten und die Minderheiten ohne Kinstate, die sind nicht so explosiv. Außer in dem Fall wie Katalonien, wo man sagt, wir wollen einen eigenen Staat haben. Das ist explosiv, das ist hochexplosiv. Zwischen den Staaten selber, da gibt es ja seit dem Zweiten Weltkrieg relativ wenige Grenzänderungen. Wir haben die Fusion aufgrund von Minderheiten. Ansonsten gab es unheimlich viele Grenzänderungen in Europa, insbesondere 1989. Wir haben die Fusion Westdeutschland, Ostdeutschland. Aber vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, haben wir die Krim, genau vor 5 Jahren gestern, die Annexion durch Russland, da wurde Minderheit auch als Anlass genutzt, nicht wahr? Und es gab ein Referendum, ganz schön in der Tradition Stalins, wie man früher auch gemacht hat, im Baltikum, in Ostpolen, alle wollten nach Russland. Im Donetsk, in Donbass, Lugansk, da ist ja noch immer Krieg, es herrscht ja Krieg in Europa, jeden Tag. Es sind 1 Million Flüchtlinge unterwegs, sehr viele von denen sind auch in Polen aus der Ukraine. Minderheit sein kann potenziell zu sprenggefährlichen Situationen führen und auch zu Konflikten. Das Interessante ist aber, dass es ist die Ausnahme, wenn man sich die Minderheiten anschaut in Europa. Es gibt vielleicht 400-500 unterschiedliche Minderheiten, man weiß es gar nicht genau. Kommt darauf an, wie man zählt, wann man zählt, was definiert man, wer definiert es. Und weil es Wissenschaftler nicht definieren, sondern weil es politische Entscheidungen sind, letztendlich, habe ich ja gelernt. Und dann kann man als Wissenschaftler hinzukommen und sagen, nein, die möchte ich auch anerkennen oder so. Kommt ganz drauf an. Und man kann sie auch nicht zählen, die Minderheiten selber. Auch die dänische Minderheit verwendet eine Zahl, sie stammt aus einem österreichisch-südtirolischen Buch. Die sprechen von ungefähr 307 Minderheiten und Volksgruppen mit einer Gesamtzahl von ungefähr 105 Millionen Menschen. Kommt darauf an, wen man zählt.
wer dazugehört. Und das bedeutet dann wiederum, jeder siebte Europäer ist Angehöriger einer Minderheit. Das vertreten die Minderheiten sehr gerne, hört sich unheimlich schön auch an. Auch die Mehrheitspolitiker übernehmen diese Zahl, um zu unterstreichen, wie umfassend das Problem ist. Aber wenn man sich das anhört, jeder siebte Europäer gehört einer Minderheit an, und man dann nachdenkt, wie ist es dann mit Deutschland, das größte Land im Kontinentaleuropa, abgesehen von der Türkei, von der Bevölkerung und natürlich von Russland. Jeder siebte Deutsche, wir sind 82 Millionen Einwohner, das wäre dann, wo sind wir dann, bei 11 Millionen, ungefähr 12 Millionen. Wie groß sind die anerkannten Minderheiten in Deutschland? Das sind die bis zu 50.000 Dänen, vielleicht die bis zu 50.000 Friesen, wenn man optimistisch ist, vielleicht die 50.000 bis 60.000 Sorben, dann 70.000 bis 100.000 Sinti und Roma. Das ist noch weit dahin. Mhm. Also bedeutet, es gibt andere Länder, die haben weitaus größere Minderheiten. Es gibt in Italien gibt es 13 unterschiedliche Minderheiten. Die Südtiroler mit knappe 300.000 sind die stärksten, auch am wohlorganisiertesten. Und dann haben wir sowas wie Katalonien, wo wir jetzt 5 Millionen Menschen haben. Das sind genauso viele Menschen, wie Dänemark Einwohner hat. Wieso soll Katalonien eine Region sein, während Dänemark ein Staat ist? Wieso soll Luxemburg mit einigen hunderttausend Einwohnern ein Staat sein, während... Was sollen wir als Beispiel nehmen? Das Baskenland es nicht ist. Also da merkt man halt, was für eine inkonsistente Vorstellung Nationalstaat ist. Dass das zufällig historisch irgendwie gewachsen ist und man das nicht wirklich konsistent begründen kann. Ja. Und wir leben ja in einem unheimlich faszinierenden Zeitalter. Denn bei meiner Antrittsvorlesung zeigte ich so ein Schaubild, das hieß Independence Day. Wenn man sich vorstellt, dass alle, die irgendwie eine Ambition auf entweder Grenzänderungen oder auf regionale Selbstständigkeit als eigenständige staatliche Einheiten hat, dann sahen wir ein Bild, als ob irgendjemand einen Farbtupfer genommen hatte und völlig war es färblich gefärbt. Und was war übrig von Spanien? Ganz wenig. Was war übrig von Deutschland? Auch plötzlich da gab es diese Regionalbewegungen. Es gibt ja auch Parteien. Zum Beispiel die Parteien der Minderheiten vor Ort, der SSW und die Schleswigsche Partei, die kooperieren auf europäischer Ebene mit einer Vielzahl von nationalistischen und regionalistischen Parteien. Das ist die European Free Alliance, die ist zum Teil auch als europäische Partei im Europaparlament vertreten, wird es wahrscheinlich auch nach der kommenden Wahl sein. Und da befinden sich Interessenten darunter, wo man dann sagt, okay, was wollt ihr eigentlich? Ne? Sind nationalistisch. Mhm. Die Minderheiten vor Ort hier sind postnationalistisch. Und wir versuchen dann als Mehrheiten liberal, nicht nationalistisch zu sein, indem wir nationalistische Minderheiten integrieren, inklusiv sind, weil das ein Wert einer liberalen Demokratie ist. Also da merkt man schon, es ist wirklich sehr verwirrend. Ich würde aber noch eine konkrete Frage stellen wollen zu dir eben als Vorstandsvorsitzender auch des ECMI. Wenn wir uns jetzt sowas wie Katalonien vorstellen und sagen, da gibt es jetzt einen richtigen Konflikt und wir haben Leute, die betreiben Politikberatung. Was würdest du denn Spanien und Katalonien raten? Also du hast vorhin, da ging mir das kurz durch den Kopf, als du gesagt hast, die Lösung, die wir hier gefunden haben, die Modelllösung, ist gar nicht von den Minderheiten selbst gekommen, sondern kam von außen. Da hatte ich schon im Kopf, ist das vielleicht ein Modell? Die müssen zu ihrem Glück gezwungen werden. Also gezwungen darf man wahrscheinlich nicht sagen. Ja. Manchmal schon. Und man kann vielleicht auch die These wagen, dass durch die Europäisierung der Minderheitenfrage nach dem Fall der Mauer mit den Minderheitenschutzkonventionen des Europarats, der Sprachencharta, des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten wurden Minderheitenfragen auch gewissermaßen internationalisiert. Diejenigen Staaten, die diese Abkommen unterzeichnet haben, verpflichten sich ja auch zu einem Monitoring-System. Und das heißt, es kommen in jedem Berichtszeitraum, das sind ungefähr 4 Jahre, manchmal auch 5 Jahre, kommen Experten und untersuchen, wie ist eigentlich die Minderheitenpolitik, wie setzt man es um. Gerade Spanien ist da natürlich interessant, weil das ist Westeuropa und die Minderheitenforschung hat sehr oft Berührungsängste gegenüber Westeuropa. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Mittel- und Osteuropa. Das ECMI beschäftigt sich auch zum Beispiel mit der Ukraine. Ne? Da kann man kritisieren und da sind die Probleme auch immanent natürlich. Aber wir haben ja auch die Probleme in Schottland, wir haben die Probleme in Flandern, wir haben die Probleme auf Korsika. Das wird der nächste entzündete Konflikt sein irgendwann. Da sind die Regionalisten ja jetzt auch an die Macht gekommen bei der letzten Regionalwahl und haben die Langzeitperspektive Korsika als unabhängiger Staat. Zurzeit geht das nicht aus wirtschaftlichen Gründen
Baskerland viel eher, das ist eine starke Region, Katalonien auch, ganz klar, die könnten das auch so machen. Wie kann man da beratend tätig sein? Also in Osteuropa ist es relativ einfach, man macht Seminare, man macht Gespräche, man sucht Dialog, man facilitiert den Dialog. Eines der Geheimnisse des deutsch-dänischen Minderheitenmodells ist ja, dass wir einen institutionalisierten Dialog haben. Das heißt, Regierungen und Minderheitenvertreter treffen sich häufig und besprechen Probleme. Wie zum Beispiel jetzt hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Wir haben einen Beauftragten für Minderheitenpolitik, wir haben Räte, Friesenrat und so weiter, sowas. Genau. Das haben wir und wir haben Gremien auch und wir haben auch ein Dialogforum. Norden heißt das, da ist auch die deutsche Minderheit dabei. Da treffen sich Akteure im Bereich der Minderheitenpolitik und besprechen. Und Dialog ist immer förderlich. Man schlägt einen anderen nicht tot, wenn man miteinander redet. Wenn man aufhört zu reden, wird es gefährlich. Mhm. Man muss anfangen zu reden. Und das heißt, vor Ort kann man Gesprächskreise gründen, man kann Seminare haben. Man kann auch, und das macht das ECMI auch, man holt Vertreter von Mehrheiten und Minderheiten aus Konfliktregionen. Man holt sie hierhin. Zurzeit läuft ein Seminar für Ukrainer. Ich war vorgestern dort und habe dort auch eine Vorlesung gemacht. Die sind hier unterwegs im Grenzland zurzeit. Sie studieren, was hat man hier getan. Und sehr oft ist es ja so, dass wenn man über Minderheiten ganz woanders redet, dann kann man das sagen, was man zu Hause nicht sagen kann. Denn man spricht über die deutsch-dänische Erfahrung, aber tatsächlich bezieht man sich auf seine eigene Erfahrung in der Bukowina, da sind einige dabei, Transkarpatien auch, sind einige dabei auch. Und das ist ganz faszinierend, also vom guten Beispiel zu lernen, das ist vielleicht das Geheimnis. Und das ist ja hier in der Region gewachsen. Das ECMI selber ist ja Produkt des Falls der Mauer. Aber du hast gerade gesagt, dass wir ohne den Kalten Krieg das nicht geschafft hätten. Jetzt hat man ja, vielleicht treten wir wieder in einen Kalten Krieg ein, aber man hat ja nicht immer einen Kalten Krieg zur Hand, wenn ich das mal so etwas lapidar sagen darf, um Minderheitenprobleme in einer Region zu lösen. Genau. Wie macht man das, wenn man den nicht zufällig hat? Man kann die Frage auch so stellen, wie kommt man in eine Konfliktregion hinein, um das überhaupt positiv, irgendeinen Dialog zu fördern. Nun ja, die Ukraine hat sicherheitspolitische Interessen. Man befindet sich im Krieg, im Stellvertreterkrieg mit Russland vielleicht, kann man es nennen. Es ist ein russisch-ukrainischer Konflikt. Wieso hat die Ukraine ein Interesse daran, dass im vorigen Projekt war, dass das dänische Außenministerium ist, ist es die deutsche Bundesregierung, die über Organisationen dort Projekte fördert. Wieso lässt man sie rein? Natürlich, weil man die Perspektive hat, möchte man ein Teil Europas werden, soll man Minderheitenprobleme lösen. Das war eine der Erkenntnisse nach dem Fall der Mauer, als 1993 die sogenannten Kopenhagener Kriterien der damaligen Europäischen Gemeinschaft, sie wurde ja zwei Jahre später dann zur Europäischen Union, festgelegt wurden. Was sind die Prinzipien für Aufnahme in die EU? Gehörte dazu Respekt vor Minderheiten, also Lösung der Minderheitenfrage. Und dieses Interesse, in die gute Gesellschaft hineinzukommen, hat tatsächlich dazu beigetragen, dass die Länder Mittelosteuropas damals dann ihre Gesetzgebung veränderten. Da war das ECMI auch sehr aktiv dabei, auch beratend. Und man hat dann die Politik, die Zielsetzungen verändert und dann muss man als nächstes die tatsächliche Politik verändern auch. Aber dieser Köder war, möchtest du Teil der westlichen Wertegemeinschaft sein, musst du auch Minderheitenschutz betreiben. Und das ist wiederum eine Lehre, die wir aus dieser Region ziehen können. Denn weshalb konnten wir dank des Kalten Krieges 1955 das Prinzip grundlegend lösen? Weil die Bundesrepublik Bestandteil der westlichen Wertegemeinschaft werden wollte. Der dänische Außenminister sagte es im Oktober 1954 in Paris auf dem Außenministertreffen, als man begrüßte den Antrag der Bundesrepublik Deutschland auf Aufnahme. Man sagte, wir sind ja nicht nur Sicherheitspolitik, NATO ist eine Wertegemeinschaft und zu unseren gemeinsamen Werten gehört der Respekt vor Minderheiten. Und diese Idee sehen wir nach dem Fall der Mauer ebenfalls. Wir sehen sie im Europarat, wir sehen sie in der Europäischen Union, wir sehen sie in der OSZE auch, als das große Europa mit mittlerweile, ich glaube, 57 Staaten von Vancouver nach Vladivostok. Das heißt, das ist ein Interesse, das ist ein Köder, um positiv zu sein. Die Internationalisierung spielt auch eine Rolle. Früher, Roger Brubaker, einer meiner Lieblingsautoren, hat ich glaube vor 10, 15 Jahren hat er von einer Triade
gesprochen, wenn man über nationale Minderheiten spricht. Man spricht von den nationalen Minderheiten, man spricht von dem Land, in dem sie leben, und man hat das, diesen Kinstate, das Zugehörigkeitsland. Mhm. Aber in Wahrheit greift das ja zu kurz. Mhm. Denn die moderne Wirklichkeit in Europa, international, ist ja die, wir haben diese Dreieckskonstellation, das ja auch ein Kraftfeld oder ein Spannungsfeld sein kann, aber nicht nur alleine. Wir haben die Medien, die durch ihren wechselnden Fokus auf Konflikte sehr wohl internationale Unterschiede machen. Wäre es zu einer letztendlichen Intervention auf dem Balkan gekommen, hätten die Medien nicht live übertragen von den Konzentrationslagern? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Irgendwann war der Druck zu groß. Die Amerikaner hatten interveniert, Clinton hat interveniert, um dem ein Ende zu bereiten. Und dann kam Dayton. Wir haben die internationalen Organisationen, sie spielen eine Rolle. Und zunehmend spielen auch NGOs eine Rolle. NGOs wie Amnesty International, natürlich auch Human Rights Watch, die UN als Vertreter der Minderheiten selber und weitere internationale NGOs spielen eine Rolle auch bei Minderheitenkonflikten. Das heißt Selbstorganisierung. Wir haben jetzt das European Roma Rights Center auch ganz wichtig. Man nennt es auch Empowerment, also man gibt den Minderheiten die Möglichkeit, ihre Interessen wahrzunehmen. Die internationale Dimension ist immer da. Wir sahen das auch bei unserem Schulstreit hier 2010 bis 12. Das wurde in Straßburg wahrgenommen. Dann komme ich aber nochmal zurück zu Spanien und Katalonien. Ja. Du hast gesagt, Westeuropa ist schwierig. Die sind jetzt schon Teil dieser Wertegemeinschaft. Die kann man damit nicht mehr locken. Mhm. Genau. Was macht man dann in so einem Konflikt? Ja, Katalonien ist ja ganz, ganz interessant. Wir haben da vor, das war im Oktober 2017, nicht wahr, gab es ja das Referendum, wo dann zwar die Minderheit aller Wahlberechtigten teilnahm und es war auch gar nicht international anerkannt und auch gar nicht national anerkannt in Katalonien, aber es gab von denjenigen, die sich beteiligten, gab es eine Mehrheit für Unabhängigkeit. Dann beschloss Puigdemont als Regionalpräsident sich dafür, mit dem Parlament natürlich, er musste da eine Mehrheit haben, die war nicht so überwältigend, aber wie es dem auch sei, erklärte dann die Unabhängigkeit. Und dann griff natürlich Spanien ein und sagte, nee, auf welcher Basis, nicht wahr? Also wir haben eine spanische Verfassung, die ähnelt übrigens der deutschen auch, in vielerlei Hinsicht, nee, das können wir nicht akzeptieren, das ist Rebellion. Nein, wir lösen eure Selbstverwaltung auf, es kommen Neuwahlen und wir hoffen dann, dass eine Neuwahl ein neues Bild ergibt. Hat es dann nicht getan, auch ganz interessant. Und Puigdemont ist geflüchtet und wurde dann letztendlich an der Autobahnraststätte Schleswig-Schuby festgenommen. Und dann waren wir ja plötzlich Hotspot. Plötzlich waren wir da, CNN war hier. Mhm. Alle waren hier, wow, das Grenzland ist endlich da. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat man damals ja keine Verbindung gezogen außerhalb der Region. Okay, da haben wir ein Minderheitenproblem. Und ganz zufällig wird er hier in einer Minderheitenregion festgenommen. Der SSW versuchte es hervorzuheben. Gute Marketingstrategie. Genau, ja, er hatte dann, Flensburg wies auch natürlich, das konnte man in dänischen Medien darüber berichten, wir sind auch noch hier. Aber außerhalb ist es ja kaum wahrgenommen worden. Die Sache ist unheimlich schwierig, weil Spanien sagt natürlich, nein, wir wollen nicht auf Katalonien verzichten. Großbritannien mit dem Votum in Schottland, da in Schottland war es anders. Da hat man gesagt, okay, jetzt macht euer Referendum. Das ist dann so ausgegangen, die wollten bei Großbritannien bleiben. Wer weiß, ob es weiterhin so wird mit dem Brexit. Ganz spannende Fragestellung, auch Nordirland kommt jetzt ins Spiel. Aber im Falle Katalonien sagen dann die europäischen Staaten, wir erkennen die territoriale Integrität Spaniens an. Wir werden nicht Katalonien anerkennen. Und die Katalanen hatten die Ambition, wir erklären unsere Unabhängigkeit und morgen sind wir in der EU. Aber die EU sagt natürlich, nee, so einfach geht das nicht. Und man kann sich kaum vorstellen, dass Spanien kein Veto einlegen würde gegen die Aufnahme Kataloniens. Das Interessante ist, dass Grenzveränderungen, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich überwiegend in Mittel- und Osteuropa. Deutschland ist die Ausnahme. Klar, aber ansonsten haben wir dort die Grenzveränderungen. Und das Interessante ist auch, dass Spanien hat ja nie die Unabhängigkeit des Kosovos anerkannt. Eben weil man sagte, erkennen wir das an, haben wir ein Problem innerhalb der Grenzen. Aber das klingt so, als ob man nichts machen könnte. Also wenn ich dich jetzt als Politikberater frage, siehst du eine Möglichkeit, das... Für Unabhängigkeit? Oder zu lösen? Oder zu lösen? Die Katalonen, gibt es vielleicht Bedingungen, unter denen die Katalanen bleiben? Ja, ich glaube, wenn man auf die Frage Kataloniens fokussiert, dann hat man sich
zum Teil verführen lassen von der nationalistischen Agitation der Katalanen. Okay. Denn das Bild, das gezeichnet worden ist, scheint ja so zu sein, die sind völlig unterdrückt. Mhm. Die können ihre Kultur nicht wahrnehmen und überhaupt, die Spanier sind unheimlich schrecklich. In Katalonien gibt es ein Autonomiestatut. Mhm. Das gibt es seit 1978, damals wurde es in Katalonien, hat man auch abgestimmt, 90% waren dafür, wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne. Die haben ihre eigene Polizei, die haben ihre Bildungshoheit, die haben unheimlich viel Autonomie. Der Diskurs bezieht sich ja nicht nur auf Unabhängigkeit, sondern auch an Vertiefung der Autonomie. Hm. Kann man noch mehr Autonomie übertragen bekommen, wenn man eine eigene Polizeihoheit hat, wenn man eigene Schulhoheit, Bildungshoheit hat, kann es schon schwerfallen zu sagen, wir sind unterdrückte Leute. Aber im internationalen Diskurs ist das Bild entstanden. Spanien, das ist der böse Staat, der unterdrückt die armen Katalanen. Und es sind doch nicht alle Katalanen, die mit dem einig sind. Es ist eine ganz, ganz schwierige Fragestellung, mit dem man es zu tun hat. Denn einerseits, Minderheiten solidarisieren sich miteinander. Der SSW, die Schleswigsche Partei, solidarisierte sich mit den Katalanen. Und man hatte auch so schöne Posters. Freedom for political prisoners und so weiter. Und Spanien sagt, da sind überhaupt keine politischen Gefangenen. Die Staaten, inklusive Dänemark und Deutschland, sagten, nein, wir respektieren. Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat. Natürlich ist dem so. Es gab ja auch eine Haftprüfung. Man hat dann ist ein Auslieferungsabkommen und so weiter. Das konnte man dann nicht zustimmen im Oberverwaltungsgericht. Oberlandesgericht war es wohl. Aber die Frage ist ganz, ganz diffizil. Womit haben wir es eigentlich zu tun? Was ist das? Und man kann auch die Frage stellen, würden sich die Katalanen überhaupt als nationale Minderheit definieren? Ich glaube, sie tun es nicht. Sie definieren sie als Nation. Als Nation im spanischen Staat. Sie sehen sich nicht als Minderheit. In Katalonien sind sie keine Minderheit. Und sie haben dann auch das Großkatalonien im Hinterkopf, weil sie eben Valencia, das sie als katalanisch definieren, während die Mehrheit der Valencianen sagen, wir sprechen zwar ein Idiom, das Spanisch ist, aber das ihr katalanisch ist. Und die Katalanen sagen, ihr wart ja auch mal Teil unseres Großreiches im Mittelalter. Aber jetzt wird es wieder verwirrend. Ganz verwirrend, genau. Aber die Valencianer sagen, nee, eigentlich sind wir Valencianer und finden uns gut. Auf den Balearen, deutsche Urlaubsinsel, Mallorca, Ibiza und so weiter, da spricht man ja auch katalanisch. Und das gehört auch in diesem Großraum hinzu. Wie auch, wie ich eingangs nannte, nördlich der Pyrenäen und diese kleine Stadt. Ungefähr 20.000 sind es vielleicht jetzt hier noch katalanisch auf Sardinien sprechen. Was ist das für ein Weltbild, das man hat? Was will man damit erzeugen? Und man stelle sich vor, Katalonien würde unabhängig werden. Dann stellt sich die Frage, wie würden die Katalanen die spanische Minderheit behandeln? Würden sie der spanischen Minderheit, die dadurch entstehen würden, dieselben Rechte zugestehen, die man heute besitzt und die man einfordert, das ist selbstverständlich für Minderheiten. Ich glaube, das ist gar nicht so gegeben. Aber dieser ganze Aspekt hat sich überhaupt nicht entfaltet in der Diskussion. Man hat darauf fokussiert, das sind Demonstrationen, die spanische Zentralpolizei greift ein, das sind unschöne Bilder, es gibt Haftbefehle, er flüchtet, toll. Aber womit haben wir es letztendlich zu tun? Ist das hier ein Minderheitenkonflikt? Ist das ein Konflikt zwischen einer Region und einem Zentralstaat? Ist es ein Konflikt zwischen einer Region, deren Bevölkerung sich als eigenständige Nation versteht, in einem Zentralstaat, der zudem auch noch dezentralisiert ist? Also ganz ist ja ein Föderalstaat, der zentralstaatlich agiert zum Teil. Ganz kompliziert. Und um da beratend tätig zu werden, ich sage immer, um überhaupt Ratschläge erteilen zu können, muss man sich hineinversetzen, was ist die Konfliktlage? Was sind tatsächlich die Fakten? Und dann sich darauf beziehen. Und man muss irgendwie versuchen, die Leute zusammenzubringen zum Gespräch. Das ist zurzeit nicht so gut, denn zurzeit läuft das Gespräch in den Gerichtssälen in Madrid. Das ist nicht positiv für eine Konfliktlösung, das eskaliert eher. Wir haben das ja auch früher in Europa gesehen mit den Basken, auch mit den Korsen, wo es auch ethnischer Terrorismus gab. In Südtirol gab es das ja auch in den 60er Jahren, ein ethnischer Terrorismus. Letztendlich durch die UNO wurde das gelöst, führte dann zu einem Autonomiestatut 1973 dort. Es ist alles sehr, sehr schwierig und es gibt keine zwei Minderheitenkonflikte, die identisch sind. Und deshalb sollen wir aus unserem Grenzland auch immer wieder überlegen, wir sind ein Modell, aber wir sind keine Blaupause.
Das heißt, was wir anbieten können, ist, wie hat man es hier gelöst? Was für Prinzipien sind es? Wir haben die Grenzziehung von 1920, Ausübung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung ist beinahe einzigartig. Es waren 6 Regionen in Europa der Fall, seitdem überhaupt nicht. Das heißt, wir haben hier eine Modellregion, basiert auf einer Grundlage der Grenzziehung, die überhaupt nicht übertragbar ist. Spanien wird es nicht anerkennen. Island würde es nie anerkennen, wenn die Nava-Region für den Anschluss an Russland stimmen würde. Wir haben die Bonn-Kopenhagen-Erklärung, sehr gut. Lass uns die übertragen. Man könnte sich sehr wohl vorstellen, so als Phantasmum, dass man eine Athen-Ankara-Erklärung ausarbeiten würde. Denn da gibt es ja auch Minderheitenprobleme in Westthrakien mit der Lage der muslimischen Minderheit, die sich als türkische Minderheit versteht, wo die Griechen sagen, nein, nein, ihr seid keine Türken, ihr seid muslimisch. Denn das wurde 1923 im Lausanner Friedensvertrag festgelegt. Die Behandlung der türkischen Regierung der christlichen Minderheiten ist ja alles andere als ein Vorzeigemodell. Wer nach Istanbul fährt und dort die griechische Minderheit sucht, die einmal unheimlich dominant war, nicht wahr? Verbirgt sich jetzt hinter hohen Mauern mit Glasscherben drauf und man muss es wissen, wo sie sind, die Griechen in ihren Kirchen, in Einrichtungen. Man könnte dort vielleicht sich das vorstellen, aber der politische Wille muss gegeben sein, die gemeinsamen außenpolitischen, sicherheits-, wirtschaftspolitischen Interessen müssen gegeben sein und der Mehrwert muss gegeben sein. Und letztendlich haben wir noch ein besonderes Merkmal in dieser Region. Alle 3, 4 Minderheiten sind absolute Minoritäten. Mhm. Es gibt keine Ortschaft, keine Gemeinde, wo sie die Mehrheit ausmachen. Sie stellen keine Bedrohung der territorialen Integrität dar. So war das anders in der Zwischenkriegszeit in Nordschleswig. Nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Massenbewegung auch vor Ort. In Flensburg gab es einen dänischen Oberbürgermeister von einer dänischen Mehrheit gewählt. Später gab es einen SSW-Oberbürgermeister, der wurde auch gewählt. Mhm. Aber das war eine ganz andere Geschichte. Man muss sich vergegenwärtigen, was sind die Konfliktlagen, was können wir anbieten, was ist möglich. Und bei uns ist es ein sehr komplexes Gefüge. Man darf nicht an einer Schraube stellen und erwarten, das Haus bleibt stehen. Jörn, ich würde sagen, das war eigentlich schon das Schlusswort, obwohl wir bestimmt noch ganz viel reden können. Ich muss sagen, dass mir das unheimlich gefällt, dass ich das wahnsinnig spannend finde, weil... mir war das auch vorher nicht so klar, dass diese Beschäftigung mit Minderheiten so viele scheinbare Überzeugungen in Frage stellt. Ne? Was ist Ethnie? Was ist national? Wie sind die Dinge geworden? Was sind vielleicht wirtschaftliche Interessen? Über Globalisierung haben wir noch gar nicht geredet. Gar nicht, wenn wir damit anfangen, sind wir aber noch die nächsten 2 Stunden beschäftigt. Ja. Also ich danke dir einfach für einen, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Einblick in ein hochkomplexes Gebilde. Ich freue mich, dass du an der Europa-Universität das unterrichtest und dass wir Studierende haben, die sich mit diesen Themen dann beschäftigen. Und wir werden ja auch sicherlich, wenn wir dann 100 Jahre Grenzziehung feiern, immer mal wieder Gelegenheit haben zu sprechen. Also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank.